Jo, was geht, Leute? Herzlich willkommen am Dienstag, Streamstag, um genau zu sein. Hallöchen. Hallo Kai, hallo Blacky. Ich weiß, bei uns steht gerade im Stream im Titel, dass wir Titan Quest spielen mit Tarun und mit Skylnex Wishmaster. Dem sagen wir auch mal eben kurz Hallöchen. Was geht? Hallo. Hallöchen. Das ist der Kai. Hat Tarun auch dir gerade noch geschrieben? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Weil, da habe ich auch direkt den richtigen im Chat. Blacky, bei Vodafone gibt's gerade ein Problem. Der Tarun hat gerade kein Netz, der hat Ausfälle bei sich in der Gegend. Das ist gerade ganz, ganz schlimm. Kannst du mal gucken, dass du da den Stecker sollst du wieder reintun. Du sollst den Stecker nicht ziehen, sondern sollst den Stecker wieder reintun, dass der Junge online kommen kann. Sonst wird er ausfällig mit seinem Ausfall. Richtig, wenn wir aber sehr ausfällig. Und das ist gerade ein bisschen das Problemchen, mit dem wir uns hier konfrontiert sehen. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen die Möglichkeit, dass das Tarun mit uns spielt, komplett weg, müssen dann auch Titan Quest wegnehmen, weil wir wollen ja nicht vorgreifen bei dem Spiel. Und Kai und ich müssten was anderes machen. Oder aber wir versuchen, programmfüllend zu überbrücken, bis Tarun Internet wieder hat. Das mache ich jetzt auch von Blacky abhängig. Wenn du irgendwie einen Stecker wieder reintun könntest, wäre ganz nett. Was würdest du denn sagen, Kai? Och, programmfüllend ist immer gut. Wir kriegen das hin. Finde ich auch. Die Frage wäre jetzt, ich hätte tatsächlich eine Idee. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt gerade sehr experimentell, was wir jetzt hier versuchen. Hast du die Möglichkeit, deine Webcam mit OBS Ninja abzucapturen und mir den Link zu geben zu dieser Cam? Weißt du, was das ist?
Ja, Moment, ich muss das gerade eruieren. Ist gerade eher nicht gut. Okay, weil ich hatte mal mit Rune gesprochen oder hatte mal überlegt, ob es möglich wäre, ob wir generell so dahergehen können, ob wir so funny Videos drauf reacten können. Wenn so funny Videos sind, dass man einfach drauf reacten kann, vielleicht ein YouTube-Video darüber machen, das wäre halt ganz witzig, so. Don't laugh oder sowas. Gibt's ja. Don't laugh. Habe ich mal mitgemacht, so ein Don't Laugh-Ding ist ziemlich in die Hose gegangen. Warum? Weil du nicht lachst? Das auch. Und weil es unlustig war. Ach, bitte. Okay, das ist natürlich Humor. Abhängig. Im Stream kann das eher in die Hose gehen, als wenn man beispielsweise ein Video macht. Und dann merkt man halt innerhalb des Videos, wenn man es aufnimmt, so, na, nee, das war jetzt nicht so nice, das war jetzt nicht so lustig, lass mal ein neues Video nehmen oder so. Also im Stream ist das schon ein bisschen experimentell. Da hast du recht. Generell bin ich dafür auch zu haben, auch wenn man zusammen was spielt, dass man sich gegenseitig sieht in den anderen Streams. Finde ich an sich eine gute Idee. Finde ich ganz interessant, weil, was ich immer ganz interessant finde, ist das abzupassen, was bei beim Sound ankommt und gleichzeitig das auf die Webcam zu kriegen, dass das synchronisiert ist. Weil es kann ja auch sein, dass das, was du sagst, was jetzt als Sound bei mir ankommt und gleichzeitig bei euch im Stream, ein anderer Zeitpunkt ist, als das, was das OBS Ninja abcaptured. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und das ist für mich ist sowas ganz schwierig einzustellen. Ich glaube, ich hätte ein paar Stellschrauben, wo ich hier und da ein bisschen was drehen könnte. Aber das habe ich vorher noch nie gemacht. Deswegen kam jetzt einfach nur mein Einfall gerade, ob ich mich in sowas schon mal versuchen könnte. Eigentlich macht man sowas offline, aber ich finde, so Situationskomik im Stream ist ja auch was Nettes, deswegen. Aber wenn das bei dir gerade nicht eruierbar ist, beziehungsweise nicht gerade keine Alternative, dann ist das okay. Das wäre es halt nur. Hier passt gerade gar nichts. Er lohnt sich gut. Die Lichtverhältnisse sind nicht gut. Also. Ja, das ist. Die Sonne knallt gerade voll auf die Cam. Das ist an sich ist das nicht so ein großes Problem. Mir geht es um die Einstellung oder doch Einstellungssache. Ob man da irgendwas machen könnte. Aber das ist gar kein Thema. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir programmfüllend Jan Zeit geben können, bis das Problem behoben ist. Blacky ist gerade dabei, der fährt gerade in die Server von Vodafone und guckt gerade, woran es liegt. Das finde ich auch sehr rührend von dir, dankeschön. Seinen Einsatz. Besten Dank für seinen Einsatz. Ja. Ah. Krieg jetzt gerade eine Voice von Jan. Gucken. Dafür der Bandbreite, verstehst du? Ja, sicher. Okay, wir haben eine Nachricht von Jan bekommen. Ich versuche mal gerade, ob wir die alle hören können. Augenblick. Oh Gott, das brennt. Ich ruf mich gleich zurück, weil ich in der Warteschlange jetzt vorne bin. Alter, kennst du diese klassischen bösen Roboter aus irgendwelchen Filmen und Spielen? Die so komisch reden, dass du gleich weißt, dass sie böse sind. So wie Kleinos. Ehrlich. Die eine Stimme gerade, die mich gefragt hat, ob ich in der Schlafschlange warten möchte, die klang genau wie GLaDOS. Ich glaube, es war GLaDOS Stimme. Bin mir ziemlich sicher sogar. Nice. Die sagt so, du willst nicht warten. Und ich denke, okay, alles klar. Naja, solange sie dir keinen Kuchen anbietet, denke ich mal, solltest du sicher sein. Na gut, dann. Wir kommen bei Vodafone. Wollen Sie halt Internet gerne oder Kuchen? Das wäre nice, ne? Ja, Internet oder Kuchen ist schon hart. Obwohl, ich mag eher Torte, also nehme ich Internet. Torte. Was für eine Tortur. Eine Tortentortur. Nennt sich dann Tartar. Das nennt sich, ja, stimmt. Das ist Tortentartar. Lecker. Gazpacho. Ist das nicht Pasta alla Genovese? War gewesen, wohl eher, ja. Ah, verwesend. Ich verstehe. Eine verendete Frikadelle, eine Ferrandelle. Ferrandelle. Ich überlege gerade, was wir hier noch alles haben. Also wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir was überbrücken. Du selber streamst nicht, oder? Ja, hast ja gesagt, ne, wegen einer Webcam. Genau, ansonsten wäre ich ja sofort bei dir gewesen. Ich überlege gerade, ich finde es ja an sich sehr interessant. Wir können ja mal auf eine Szene wechseln. Wir machen einfach mal eine neue Szene. Und nennen die einfach Video React. Bumm.
Das ist jetzt die Szene. Ihr seht gerade überhaupt nichts, weil die Szene blank ist. Aber wir werden zum Beispiel eine Szene jetzt, eine Quelle sofort mit reinnehmen. Und das ist hier. Das ist mein widerliches Fuckface. Sorry für den Ausdruck. Ungefiltert. Beziehungsweise die Webcam. Du nicht, ja, machst du eine Szene. Ich mach eine richtige Szene, hör mal. Nur mal gerade transformieren, dass wir es einmal horizontal spiegeln. So ist es gewohnt, damit ich auch direkt zu euch gucke. Und natürlich die Webcam nicht so ganz. Die Decke muss ja ein bisschen weggehen. Und hier das mit dem Arm, das muss auch nicht sein. Beziehungsweise das ist das hier, ne? Das stört ja allgemein so ein bisschen. Aber das kann ich ja bis hierhin wegnehmen. So. Oh, guck mal, da oben habe ich noch ein bisschen was übrig gelassen. So. Was ihr jetzt seht, schwarzes Loch. Beziehungsweise Content à la Dave. So, wenn ich jetzt aber den Ladies Filter... Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Dave in der Dunkelheit. Dave in der Dunkelheit. So, das ist Dark Dave. Das ist Dave, ungefiltert, komplett, mit allem, was er hat. Moment, so sieht das aus. Das ist halt komplett Dave, das bin komplett ich. Dave so ungefiltert, am besten intravenös. Genau, Dave unplugged. So, und ich weiß es gar nicht, im Just Chatting, ja stimmt, da übernimmt er diese Non-Filter. Schade, dass er das bei den Szenen hier und da nicht beibehalten kann. Die Filter sprechen immer nur komplett für alle Szenen, alle Aufnahmen, die ich mit diesem Ding mache. Es sei denn, ich nehme die Webcam als neue Szene auf. Das könnte ich auch machen. Das heißt, du arbeitest mit Quellenspiegeln, sehe ich das richtig? Nochmal? Das heißt, du arbeitest mit einem Quellenspiegel? Muss ich noch nicht mal. Wenn ich eine neue Quelle aufmache, dann fragt er mich, ob ich bereits eine bestehende Quelle nehmen will. Und das heißt einfach hier Webcam 1, deswegen mache ich ja. Es ist gespiegelt, ja, aber nicht kopiert. Ja. Ich nutze Quellenspiegel, das heißt, ich habe eine Szene mit Einstellungen, wo ich halt meine ganzen Webcams und allen Pipapo drin habe. Kann dann halt als Gerät einen Quellenspiegel woanders einbeziehen. Und der hat dann die kompletten Einstellungen wie halt in dem Einstellungs- Szenen-Dingsbums. Ah, das wäre natürlich cool, wenn ich jetzt, warte mal, dann sollte das ja funktionieren, wenn ich jetzt in diesem Beispiel hier, passend ob, ich mache meine beiden Filter wieder rein, so, dann bin ich wieder der unechte Dave. Ich würde das auch, doch, die Musik gleich mal an. Wenn ich jetzt in meinen Videos React gehen würde, hier ist, müsste ich jetzt eine neue Webcam mit reinnehmen, das heißt Webcam 1, 2. Genau, und bei mir, wenn ich einen Quellenspiegel habe und ich den jetzt reinziehen würde, hätte ich sofort alle Einstellungen, Chroma Key, alles, was ich gemacht hätte, mit reingezogen. Ich müsste halt, glaube ich, nur noch zurechtschneiden. Ah, das hieße, ich müsste jetzt hier praktisch für meine Webcam, warte, ich habe jetzt falsch ausgewählt, so nämlich, das war verkehrt, ich bin noch was hier und da am Einstellen, Eigenschaften, da ist sie. Deaktivieren, aktivieren. Ah, okay. Ich kann die Webcam nicht doppelt schalten. Das heißt, ich kann mich in Just Chatting reintun, kann mich zeigen. Aber wenn ich auf ein Video React gehe und ich habe zwei Quellen mit derselben Webcam, will er das nicht mehr. Dann zeigt er nur die eine an, die ich, auf die ich mich referiere und alles andere, nein. Ja, ich glaube, dieser Quellenspiegel war ein Plugin bei OBS. Ja, ich müsste mich hinstellen und müsste am Just Chatting meine Webcam 1 so umstellen in Eigenschaften, dass sie deaktiviert wird, wenn die Quelle nicht angezeigt wird. Heißt, wenn ich rausgehe, aktiviert sie sich hier. Moment, ist das hier übernommen? Doch, das ist übernommen. Dann müsste ich jetzt im Video React eigentlich doch die Cam haben. Ja, tatsächlich. Okay, das funktioniert. Deaktivieren, wenn Quelle nicht gezeigt, ist super, weil dann kann ich nämlich im Just Chatting... Ah, ich muss das... Okay. Just Chatting hier. Deaktivieren, aktivieren. Und da ist jetzt meine gefilterte. Okay. Schade. Durch den Quellenwechsel geht es leider nicht, dass es sich aktiviert. Dafür muss ich aktiv hingehen und muss meine Webcam nochmal aktivieren und deaktivieren. Oh, das ist schade. Das ist schade. Das hätte ich gern ein bisschen besser gekonnt. So, mach ganz kurz eben.
Benutzerdefiniertes Audiogerät verwenden? Nope. Das heißt, ja gut, hier habe ich jetzt, wie gesagt, meine Webcam ungefiltert und im Just Chatting leer, bis ich hingehe und einmal, upsassa, nee, nicht das mache, sondern deaktivieren, aktivieren. Und da bin ich wieder gefiltert. Ja. Schade. Aber so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Hauptsache, ich kann, weil das, also hier, ich finde es halt cool, dass ich meine eine Webcam in ganz viel, also ich kann die zu ganz vielen Quellen machen. Und muss halt nur bedenken, dass ich die Webcam deaktivieren lasse, wenn ich die Quelle wechsle, damit wenn ich in einer neuen Quelle, wenn ich in einer neuen Szene bin, wo eine andere Webcam-Quelle von mir ist, von derselben Webcam, dass ich einfach nur deaktiviere, aktiviere, damit das eben passt. Schade, weil das nicht automatisch macht. Das wäre ganz cool. Einfach mal ja, weil ich dich jetzt irgendwie verloren habe. Achso, konntest du mich nicht mehr hören? Nee, ich habe den Gedankenfaden verloren. Achso, das ist nicht schlimm. Wenn ich in meiner Bubble bin, dann ist das sowieso schwierig manchmal. Was denn? Das ist eh am schönsten. Was denn Pufferung? Wenn aktiviert werden, die Video-Autodateien gebuffert, um die möglichst flüssige und genaueste Wiederabgabe auf Kosten erhöhter Verzögerung zu gewährleisten. Okay, ja klar. Wenn eine Capture-Card-Pufferung genutzt wird, ist empfohlen, die Karte und OBS-Shoot auf die gleiche FPS zu setzen. Ja klar. Wenn deaktiviert wird, die niedrigste Verzögerung. Na komm. Wenn deaktiviert wird, die niedrigste Verzögerung für die Wiedergabe auf Kosten der Frame-Wiedergabegenauigkeit gewährleistet. Die automatische Erkennung ist abhängig davon, ob das Gerät verzögert hat, beziehungsweise deaktiviert oder aktiviert ist. Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Schade. Das wäre jetzt tatsächlich ein Tacken besser, wenn in dem Moment, wo ich die Szene ändere, meine Webcam-Quelle ausgeht, ich in Just Chatting gehe. Oh, ich bin hier! Doch, das. Warte, es geht! Es geht, ich muss halt nur. Aha! Eureka! Ich muss in eine Szene. Ha, okay. Ich muss in eine Szene wechseln, wo meine Webcam nicht ist. Oh, das ist cool. Okay. Das heißt, das ist nice. Weil dann könnte ich ja. Oh, das ist eine ziemlich gute Idee. Dann kann ich nämlich eine Szene machen, die nennt sich dann einfach Übergang. Du hast quasi einen eigenen Stinger. Ich mache mir meinen eigenen Stinger, genauso. Genau das. Dann packe ich nämlich eine Medienquelle rein. Dann nehme ich jetzt einfach meinen animierten Emote. Ja. Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen sehr viel Dave. Aber der beste Teil von Dave. Der beste Teil davon. So ist es. Also man kann darüber diskutieren. Na, das stimmt. Ich lasse mich auf solche Diskussionen gerne ein. Wären das denn lange Diskussionen? Sehr lang. Das heißt, der Übergang wäre so. So. Ah, das funktioniert. Es funktioniert. Das heißt, der Übergang muss auf jeden Fall so gemacht werden, damit die Kamera sich aktiviert, deaktivieren kann. Wenn ich von der einen in diese andere Quelle gehe, dann sorgt, glaube ich, sogar mein Stinger dafür. Dann mein vorgefertigter Stinger würde, glaube ich, dafür sorgen. Moment, wo habe ich sie denn? Eigenschaften. Ah, ne, ist von meiner Kamera. Wo sehe ich denn meine Stinger-Sachen? 10 Werkzeuge. Stream Elements, Docs, Ansicht, Bearbeiten. Wo war die nochmal? Weißt du es zufällig, Kai? Auf C. Auf C? Also dein Video liegt wahrscheinlich auf C irgendwo. C:// Backslash Twitch. Ach so, nee. Wo in OBS die Stinger verwaltet werden. Also die Übergänge, die sind ja vorgefertigt. Die habe ich ja. Also meine Szenenübergänge sind ja eingestellt. Bei mir ist es rechts unten. Rechts unten. Das ist, glaube ich, auch so ein eigenes Feld. Man kann auch rechts auf die Szene machen, glaube ich, und Übergang definieren. Ich glaube, ich habe den Dock gerade nicht dafür, ja. Wo sind meine Docs da? Szenenübergänge. Sorry, ja, war tatsächlich auch ausgeschaltet.
Überblende. Stimmt, hier haben wir es. Schnitt, hinzufügen. Swipe, Slide, Stinger, Farbübergang. Hinzufügen finde ich eigentlich nice. Slide. Von links nach rechts, Übergangsvorschau. Ja, okay, klar. Aber damit kann ich leider... Ah, schade. Oh, ein Slide kann ich noch einstellen. Ach so, nur das hier geht, okay. Ja, nee. Das ist leider nicht das, was ich brauche. Überblende ist nice. Überblende ist cool. Aber dafür muss ich dann immer zwischendurch in eine tote Szene übergehen. Und dann sieht man mich. Tada. So wird's gemacht. Okay. Tata. Okay, warte, was hat Tarun geschrieben? Es brennt. Ah. Das war ordinär. Ich werde das nicht weiter kommentieren. Jetzt könnte man schauen. Man bräuchte jetzt in dieser Quelle eine Fensteraufnahme oder eine Bildschirmaufnahme. Am liebsten wäre mir tatsächlich... Warte, es muss ja etwas sein, worauf beide reacten. Watch Together, wird alles gerade reacted darauf? Oder wie läuft das? Watch Together, ne? Das ist ja dieses, ne? Du machst ein Video an, beide gucken. Das könnte man nehmen. Das habe ich noch nie ausprobiert, muss ich zugeben. Echt nicht? Ich finde das ziemlich cool. Aber soweit ich weiß, geht das mit Watch Together nur, geht das mit allem Möglichen, außer YouTube? Oder geht das mit... Achso, warte mal. Jeden Tag kommen Keime in ihr Haus. Nein. Izzy schützt sie mit dem DMS-Dampf von Laura's Da. Ich will Bakterien, nicht, dass sie mich schützt. Viren, Milben Nein. und Bettwanzen auf natürliche Weise in weniger als 5 Sekunden abtötet. Ich will nicht, dass irgendwelche Viren Werbung gemacht wird. Dankeschön. Jetzt ist Schluss. So. Also YouTube, TikTok kann er auch. Okay, das ist cool. Das ist nice. Dann wäre es halt nur die Frage, man könnte das Watch Together nehmen und zum Beispiel auf YouTube vorgefertigte TikTok Best of nehmen. Oder man kann auf TikTok direkt, das finde ich auch krass. Wobei es aber, glaube ich, nur pro Video geht. Ich sage hallo und du begrüßt mich jeden Tag, kommt Ungeziefer ins Haus. Was ist denn los, Knebel? Du sollst einfach, keine Ahnung, das soll einfach nur, du sollst dich ja auch wohlfühlen, wenn du hier ankommst. Wow, vor allem mein Watch Together kriegt eine Banner-Werbung für einen Gay-Test. Good luck passing this 6 questions test if you aren't gay. Na gut, du musst ja eigentlich nur eine einzige Frage stellen. Findest du Männer sexuell anziehend? Nicht als Frau. Als Frau brauchst du diese Frage tatsächlich nicht zu stellen. Finde ich mein gleiches Geschlecht oder finde ich Personen meines gleichen Geschlechtes sexuell anziehend? So nenne ich. Ich habe tatsächlich mal einen kennengelernt, der sich nicht als schwul definiert hat, aber einen Penisfetisch hatte. Das ist weird. Wie willst du das erklären? Er ist nicht schwul. Er steht nur auf Penisse. Ich bin etwas verwirrt, aber vielleicht bin ich zu hinterwäldlerisch, um das... Ja gut, okay. Wo definiert sich die Vorliebe für jemanden? Ab wann gilt jemand als schwul? Wenn er romantische Gefühle für einen Mann hat oder wenn es nur oberflächliche körperliche Gefühle sind für ein primäres Geschlechtsorgan des Gleichgeschlechtlichen? Das ist halt die Frage. Also weil meistens damit es ums Enterben geht. Er war penissexuell. Das wolltest du damit sagen. Genau das. Ist wie pansexuell, nur ein paar Buchstaben anders. Es sind ein paar mehr dabei, das stimmt. Okay, weil dann müsste ich nämlich hier, aber das ist ja auch kein... Nee, die haben das anders gemacht. Aber ist ja nicht schlimm. Watch Together sollte ja eigentlich gleichzeitig laufen. Also sollte das kein Thema sein. Ach, man kann doch über Screenshare gucken. Das finde ich auch cool. Watch Together über Screenshare wäre nice. Keine Inhalte gefunden. Ich bin nur ein bisschen was am Rumspielen. Wenn ihr Fragen habt oder sonst was, ich gehe mal wieder in den Just Chatting rein. Also Übergang, Just Chatting.
was geht, Leute? So, können wir gerne Fragen stellen. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. So. TikTok don't laugh challenge. Nice, impossible memes. Sowas einfach mal so als Beispiel. Und da wäre es jetzt. Memes. Ja, ne, ich nehme mich auch. Und da wäre es jetzt lustig. Select one of the active screen shares below. Keine Inhalte gefunden. Aber wahrscheinlich, weil ich dem nicht die Rechte gebe, auf meine Bildschirme zuzugreifen. Finde ich aber auch gar nicht so unklug, das zu machen, um ehrlich zu sein. Ne, was ich zum Beispiel meine ist, wenn ich probiere es gerade mal, Söderle. Und zwar könnte jetzt dir auf Discord beispielsweise einen Link geben. Und dann könntest du über diesen Link in den Raum kommen und dann kann man zusammen Memes gucken. Ultra geil. Das ist ja nicht dieses, weißt du, jemand kommt rein oder du gibst jemandem einen Link weiter und dann muss derjenige, wird so abgezählt, so ein 3, 2, 1, alle auf 000, alle auf 000, bist du auch auf 000? Ja, ja, ich bin auf 0. Bist du auch auf 000? Ja, ich bin auch auf 00. Okay, dann machen wir es auf 3, drücken wir alle gemeinsam Play, okay? Ja, so auf die 1 oder auf die 0? Nein, auf die 1. 3, 2, also jetzt auf die, nein, auf die 0, auf die 1? Nein, auf die 1 müssen wir drücken. Okay, auf die 1. 3, 2, 1 und go. Weißt du, um das nicht zu haben. Ungültiger Einladungscode. Na super. um das zu dem vorzubeugen, einfach über Watch Together machen. Ja. So, klappt der? Ja, da ist er. Sondern über dieses Prinzip zum Beispiel funktioniert das. Wenn ich jetzt, ich kann auf Play machen, sogar du kannst auf Play machen. Wenn du auf Play machst, geht das Video weiter. Was halt ultra gut ist, ne? Ich zum Beispiel, du siehst dann, dass ich unten auf Pause gedrückt habe. Ich sehe dann, dass du weitergemacht hast, sowas halt, ne? Und da könnte man jetzt hingehen. Wir schauen in den Video, achso, erst in den Übergang, dann in die React, so, damit die Webcam sich nochmal neu einscheißen kann, ich jetzt was gesagt. Dann bin ich jetzt überlegen, Bildschirm oder Fensteraufnahme? Ich tendiere ja ganz stark auf die Fensteraufnahme. Und zwar Watch to Ich habe kürzlich auch, als ich SWTOR gestreamt habe, du hast ja so super lange Laufwege. Einfach ins in die Ecke oben YouTube geknallt, als Fensteraufnahme, Vollbild. Und habe dort Musikvideos laufen lassen, die Rechte frei sind. Ah. Ich sehe es bei der Fensteraufnahme. Ach so, Moment. Fensteraufnahme macht der ja meinen, den kompletten Browser, ja. Ja, den kompletten Browser. Ja, nee, ich hätte gerne nicht den kompletten Browser. Aber das kann ich ja eingrenzen. Das ist ja eigentlich nicht so das Thema. Die Frage ist, ob ich da Verluste habe in der... Moment. So. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier. Nur als Beispiel. Ne? Das finde ich ein bisschen frech, dass ich da jetzt verdeckt bin. So. Ne? Und dann muss ich einfach nur hingehen und pack mir alles so, wie ich das haben will. Alles rausschneiden, was man nicht haben möchte. Genau. Und rein das theoretisch. Die Bild hauen. Ja. Und. Ich könnte noch einen Schritt weiter gehen und könnte auch hier oben das wegmachen. Dafür. Hallöchen, Mary. Mary, hallo, was geht? Und wie gesagt, ich kann. Ich guck mal gerade, ob das im Vollbildmodus funktioniert. Not quite. Aber ich bräuchte halt einfach nach oben hin ein bisschen was mehr weg. Das wäre zum Beispiel das hier. Das weg und dann. Jawohl. Das wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, wie man das machen könnte. Also mich packe ich hier so ein bisschen runter an diese Stelle. Und die andere Person würde ich dann halt hier an diese, auf die rechte Ecke packen. Und dann könnte man zum Beispiel, wenn Kai das jetzt weiterlaufen lassen würde,
Kai, lass mal weiterlaufen. Ich lass laufen. So. Siehst du, dann, das ist so ein lustiges Video, da muss ich jetzt vorstellen und sagen... Be free, buddy. No! Oder what up, so, y'all? We back again. This is Top Things. This was his response. Sowas kann man zum Beispiel machen. Und das ist dann einfach zur Aufnahme von Videos. Das gut. Das mit Enten ist schön. Ja, genau. Das TikTok andere Richtlinien zur Nacktheit hat als Twitch. Korrekt. Wir brauchen auf jeden Fall friendly TikTok-friendly Sachen. Aber dass diese Dinge, das ist ja von YouTube. YouTube hat, glaube ich, YouTube müsste ähnliche oder genau gleiche Richtlinien haben als Twitch, oder? YouTube und Twitch, ist das dasselbe? Ich glaube, Twitch ist schneller im Abmahnen als YouTube. Meinst du? Das Ding ist, wenn die beiden andere sich beschweren. Wenn die beiden sich in den Richtlinien gleichen, dann ist das nicht so schlimm, das live zu machen. Sonst muss man es halt vorab als Video aufnehmen. Und dann schneidet man das raus, wo man seine Bedenken hat, sag ich mal. Aber ich kann es nicht ganz genau sagen, deswegen. Aber so ist es eine nette Möglichkeit, das zu machen. Weil man kann einfach sich das easy über Watch Together anschauen. YouTube ist sogar strenger. Das wäre besser. Das wäre sogar besser, weil wir dann nur YouTube-Videos nehmen, wo TikTok-Challenges drin sind. Das wäre jetzt halt so eine Möglichkeit. Ja. Das ist das Ding. Das ist das gesamte Ding, Kai. Das ist das Ding. Hast du verstanden? Ich hab verstanden. Das ist gut. When his crush asked if any instruments. Jetzt ist Ruhe. So. ich gehe mal aus dem Watch Together eben raus. Weil so machen das doch andere Leute. Das wird dann teilweise über YouTube-Videos gemacht. Ich guck mal ganz kurz. Gibt doch komplett. Ja, okay. Auf jeden Fall gibt es da Möglichkeiten. Da gibt es Möglichkeiten. So. Das ist schon mal noch ganz nett. Ist doch ganz nett. Hat Jan noch mal was geschrieben? Hat er Internet? An der Stelle nochmal schönen guten Tag an die Leute, die da sind, an den Knebel, an die Mary, an den Blackie und natürlich an den Kai, der mit mir hier im Discord ist. Hallo? Hallo an mich. Und die anderen. So, wie gesagt, der Video React, achso, ne, ich muss immer auf den Übergangsding gehen. Was schade ist, dieser React und dann so, das ist immer so ein, ich weiß nicht, Bruder, muss das... Am besten ist es einfach, wenn man sich eine zweite Webcam holt. Wisst ihr, was ich meine? Moment. Einfach eine zweite Webcam. Die habe ich aber gar nicht mehr drin, ne? Die zweite. Ich musste meine zweite wegschmeißen, weil die so alt war, dass alle drei abgestürzt sind. Oh. Und wenn ich oben angemacht habe, ist mir der komplette Rechner eingefroren. Oh, krass. Wie geht das denn? Eine alte Logitech-Webcam. Und da sind die Treiber wohl irgendwie frittiert worden und ja. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr frech, muss ich sagen. Ziemlich, besonders wenn man den Stream startet und dann auf eine Szene wechselt, wo die zweite Kamera ist und dir dann einfach der komplette Rechner wegfriert. Heftig, ey. Wenn nicht mal weißt, dass an der Cam liegt, sondern das zwei, dreimal machst, bis du auf den Trichter kommst, das ist die Cam. Ja, also da kommt man ja nicht direkt drauf tatsächlich, das stimmt. So, was haben wir noch? Hier könnte ich zum Beispiel, warte, Benutzer definiert, ich muss meine Ausgabe noch eben kurz anpassen. Das muss jetzt ein kleines bisschen, das muss jetzt hier funktionieren. Das muss jetzt für alle ordentlich gemacht werden. Ich weiß, ihr habt da selber auch keinen Bock drauf, aber das muss gemacht werden. Weil kleine humoristische Zwischensachen können zum Beispiel möglich gemacht werden, wie sowas hier. Ich sage, hallo. Oder hier, Hallöchen. Was geht? Alles klar bei dir? Ja. Dass man so etwas einfach machen kann. Und das gibt die zweite Webcam halt her, aber natürlich kann man dann ganz viel sehen. Ich habe Smacks gefrühstückt, ne? Ich habe was zu trinken hier. Ich habe mir was auf PC geholt.
Ehre an jeden Einzelnen, der weiß, was dieses Game ist oder es noch besser appreciaten kann, wie geil dieses Spiel war. Jetzt brauchst du noch 12 weitere Webcams für den 360-Grad, Dave. Das habe ich tatsächlich vor. Ich habe tatsächlich vor, dass Leute in der Lage sind, durch Stream-Sachen Cams umzuschalten. Dass wir zum Beispiel da oben vielleicht noch eine Cam haben oder dahinter mir, wo einfach eine Totale vom Büro aufgenommen wird. Einfach so ein paar Atmosphärenshots oder so. Sowas finde ich immer ultra nice. Da muss man aber immer Hosen tragen. Ja. Wir kriegen keine Pernis-Cam. Nein, Knebel, Pernis-Cams werden nicht gemacht. Die ist für Onlyfans oder Only Daves. Die ist nur für Onlyfans. Ich bin mich gerade an unsere PlayStation 2 Diskussion von Samstag erinnert und bin immer noch schock. Das ist mit einer der Gründe, warum ich sie gut. Ich habe viele PlayStation 2 Spiele geholt, weil ich mir jetzt eine PS2 geholt habe. Als du dir jemals einen OnlyFans-Account zulegst, nenn ihn Dave und Goliath. Ja, genau. Wer wohl Goliath ist. Und ich will mir tatsächlich von Elgato eine Capture Card holen. Die Dinger sind aber scheiße teuer. Teurer als deine Mutter. Und ja, ich meine dich. Und daher ist es ultra, ultra schwer, das richtig einzurichten und ans Laufen zu bringen. Deswegen. So. Es wird ein bisschen wärm hier. Liegt vermutlich an der zweiten Webcam. So, Jan hat bisher nichts. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich finde es immer lustig, wenn ich so Perspektiven arbeiten kann. Ich liebe das. Wo ist gerade die aktive Cam? Links, rechts, da oben. Moment. Nein, die war's nicht. Die war's? Die war's. Hi. Die war's. Hi. Schlacht um Mittelerde ist das beste Game überhaupt. Da stimme ich zu. Boah, hat das Spaß gemacht auf der PlayStation 2, ne? Da hat das Spaß gemacht. Oh, zweiter Controller und einfach mit zwei Leuten sich durch Mittelerde geschnetzelt. Genauso sollte das sein. Genauso war das damals. Kommt einfach von der Schule nach Hause. Command & Conquer ähnlich oder vertue ich mich da gerade? Das war's? Command & Conquer? Du hast da so eine Basis gehabt? Das ist Schlacht um Mittelerde. Achso, stimmt. Knebel sagte Schlacht um Mittelerde. Nein, Knebel, ich meinte die Rückkehr des Königs. Basar Marsch. Wait, Moment. Was trinken? Gibt es Leute, die nicht wissen, was die Rückkehr des Königs auf der PlayStation 2 für ein Spiel ist? Tu mir einfach mal so, als wüssten das Leute nicht. Du weißt es, Kai? Rückkehr des Königs? Kein Stück. Weil Schlacht um Mittelerde ist das Strategiespiel, hast du recht. Aber das meine ich nicht. Ich meine die Rückkehr des Königs. Ist das nicht der Moment, wenn die Tür aufgeht, der Vater steht und sagt, ich bin zurück vom Zigarettenholen seit 18 Jahren? So ungefähr, aber ich bin schockiert. Warum kennt ihr das nicht? Vielleicht bin ich zu alt. So. Ich weiß, was es ist. Ich sage nur, welches Game ich am besten finde. Gut. Oh, ich glaube, weil ich nie eine PlayStation hatte. Das könnte sein. Ich habe gerade. Also das mit Jan sieht nicht so gut aus. Da hat sich bisher noch nicht viel getan. Fällt dir irgendwas ein, Kai? Was Jan tun könnte, außer einschalten, ausschalten, andersrum? Ja, sowas. Nee, eigentlich geht ja nichts anderes. Man muss geduldig sein, ne? Shit. So, ich muss ganz kurz, weil es hier drin etwas zu steckig und zu warm wird, weil der Stream soll ja noch ein bisschen was laufen, mache ich kurz Fenster auf. Augenblickchen. Also mir ist schon fast zu kühl. Also bei mir habe ich gerade 21 Grad laut Wetter-App. Ja, draußen auch, aber hier drin sind es einfach 38 Grad. Wir haben jetzt ein bisschen Überbelichtung. Das liegt daran, dass ich jetzt, dass die Sonne von draußen ein bisschen reinscheint. Ich will jetzt aber einfach nur ein bisschen Frischluft hier drin haben. Unfassbar. Benehmt euch. Hier wird nichts geklippt. Klippen im Sinne von abschneiden?
Tatsächlich habe ich mein Clip-Programm jetzt geändert, dass es auf Discord jetzt auch perfekt die Videodatei direkt mit einbindet. Und ich finde das super angenehm. Das ist super, super geil, das neue Clip-Programm. Das ist auch, das Clip-Programm braucht Jan hundertprozentig. Weil ich eine Lichtgestalt bin. Eine Lichtgestalt wohl eher. Kai und ich sind Lichtgestalten. Oh, Kai. Jetzt muss ich das Spiel richtig nennen. Moment. Solitär? Herz? Nee. Divinity. Original Sin 2. Hast du das? Lass mich kurz gucken. Guck mal, Knebel hat's. Ja, hab ich. Nice. Weil das Spiel ist ultra gut, um entspannt einfach nur so eine Art Rollenspiel zu spielen und sich zu viert oder so, maximal, glaube ich, ist das, zu viert, einfach mal durch so eine Welt zu schlagen. Das hat überhaupt keinen Anreiz darauf, dass man die besten Stats hat, das beste Equipment oder sonst irgendetwas. Es geht rein um die Simulation, weil in dem Spiel kannst du alles Mögliche machen, was du willst. Das kennst du wahrscheinlich, oder? Ich mache immer alles, was ich will, außer die Frau sagt nein. Nee, aber das Spiel, hast du schon mal das Spiel gespielt? Tatsächlich nicht. Ich glaube, die Frau kennt das. Ich guck mal ganz kurz nach rechts. Sie ist so weit weg, dass die Lichtgeschwindigkeit, weil es braucht so lang. Nee, ähnliches Spiel. Ähnliches, okay. Das Spiel, wird ja ähnliches gespielt, ich kenn's nicht. Es macht super viel Spaß. Super, super, super viel Spaß, weil man muss natürlich gehen lassen in diesem Spiel. Es ist kein typisches Rollenspiel im Sinne von, wir nehmen alle Sidequests an, wir müssen, keine Ahnung, unsere Ausrüstung maximieren oder sonst irgendetwas. Du wirst in eine Welt geworfen, du kannst damit machen, was du willst. Ein Zauber, alle Leute angreifen, du kannst wirklich machen, was du willst und fällst mit Sachen auf die Schnauze. Du gibst im roten Faden gibst du eine Storyquest an, jo, ihr müsst die und die finden und heil zurückbringen. Klaust du irgendwie was in deren Lager, sind auf einmal die alle feindlich gesinnt, du musst sie töten und dann musst du verdammt nochmal damit klarkommen mit den Konsequenzen. Ultra geil. Genau. Rollenspiel. Absolut. Es ist der Urvater des Rollenspiels. Und die Telekinese, sagte Knebel schon, die ist einfach nur broken. Einfach nur broken. Überall kannst du dich hin telekinetisieren und nur Blödsinn machen. Und den Teleportring. Alter. Wir haben von Jan noch eine Voice bekommen. Moment. Ich habe das Spiel angeblich schon 13,7 Stunden gespielt. Ach, Lüdenscheid, Iserlohn, Halfa. Nach und Wibling, wir alle. Altena, also der ganze Kreis ist eigentlich betroffen. Komplett. Der gesamte Märkische Kreis. Also, ja, das, ob das jetzt was wird heute Abend oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Große Raumstörungen. Ach ja, und. Das war wieder unnötig. Das heißt, dein gesamter Kreis ist weg. Ich habe jetzt gerade nur halb zuhören können, weil hier ganz Lärm war. Der ganze Kreis ist down, ja. Schade. Also Internet bei Jan ist komplett down, komplett weg. Wir haben leider nicht die Zeit und den Speicherplatz, um jetzt 60 GB Divinity 2 runterzuladen. Leider. Aber ich wäre auch sehr dafür, eine Vierergruppe zusammenzutrommeln, die Bock hat, das ruhig und geflissentlich und mit ein bisschen Witz und mit ein bisschen chaotisch, mit einem chaotischen Hintergrund mal zu zocken. Wo es nicht darum geht, jetzt sich das beste Equipment zusammenzusammeln. Weißt du, was ich meine? Ja. Blacky ist noch nicht so geübt mit dem Bagger. Ich vertraue darauf, dass du das packst, Blacky. Ich vertraue darauf. Also, wenn Knebel Bock hätte, dann hätten wir in Zukunft vielleicht mit dir, Kai, wenn du Lust hättest, schon mal 3 Leute parat. Dann bräuchte ich nur noch einen, der da mitziehen würde. Ich hab immer Bock. Sehr gut. So, ich könnte jetzt beispielsweise, also wir haben mehrere Möglichkeiten. Das Problem ist, ich kann Herr der Ringe, Rückkehr des Königs nicht online mit jemandem Koop spielen. Das funktioniert nicht. Entweder wird das hier lokal Koop gemacht oder ich zock's alleine. Das hat aber jetzt keinen Vorrang tatsächlich. Ich hab noch Hollow Knight, aber das ist Solo. Hast du Planet Crafter? Ich gucke, nein. Schade. Ich hätte Raft. Raft wollten wir sowieso mal machen, aber das mit einer größeren Truppe, kann das sein?
Weiß ich nicht. Hattest du, war da nicht was mit Shio? Ja, ich habe mit dem mal angefangen vor... Letztes Mal 17. April 2021. Ja, ist schon was her. Ist schon was her, ne? Weil Raft hatte jetzt vor ein paar Wochen oder Tagen... Ist jetzt 1.0. Genau, ist in die Full Release gegangen. Applaus dafür. Hat jetzt eine komplett ausgebaute Story, hat alle Elemente soweit jetzt durch. Ab jetzt wird Zusatzcontent gemacht und mal gucken, wo es hingeht. Aber das Wichtige ist, Raft ist komplett Goldstatus. 1.0er. Was nice ist. Das war schon im Early Access fehlerfrei. Also ich hatte nie ein Problem. Ich hatte immer Spaß mit dem Spiel. Stimmt. Nur es war halt viel, also es war noch nicht so viel möglich wie jetzt in der Vollversion. Aber das ist ja immer so. Du weißt ja nicht, welche Potenziale ein Spiel hat, bis es so weit geht, dass es in einem Release-Status ist. Erst ab da hast du das Maß gesetzt bekommen. Ja, das ist das, wohin das Spiel möchte. Das ist auch das Gefährliche bei Early Access. Du sagst, das Spiel soll das haben, soll das haben, soll das haben. Wir sind noch nicht in der Vollversion und die Spieler gehen immer noch davon aus, dass das und das und das noch dazukommt. Das war die Krux, wie zum Beispiel beim Farming Simulator, den sie da hatten. Farmer's Dynasty oder so, keine Ahnung. Das war ein Spiel, wo ich mir den Key geholt habe, wo ich ultra gehypt war und wo der Trailer gezeigt hat, hey, du kannst ein Haus aufbauen, ne? Voll geil. Du kannst Tiere züchten. Das Tutorial knapp länger als 2 Stunden dauert und dann kannst du sie wieder zurückgeben. Erstens das und zweitens, du kannst wirklich nur, du kannst jagen gehen, du kannst Tiere, also Tiergehege bauen und Tiere halten, du kannst ein Haus upgraden. Das sah sehr cool aus. Aber das war's. Mehr hat das Spiel nicht zu bieten. Und das ist übertrieben traurig. Mehr hat das Spiel nicht zu bieten. Legit. Das ist, war ein Witz, ein absoluter Witz. Ich war richtig sauer. Kann ich nachvollziehen, das Gefühl, das habe ich mit einem Kinofilm nicht mehr gesehen, vor vielen, vielen Jahren. Diesen 8 deutschen Mark war ich bis heute hinterher. Der Film war schlecht. Ein Film, den man kennt? Und hat mich... Wahrscheinlich nicht. Abuze, der Badesalzfilm. Nee. Du hast nichts verpasst. Na Gott sei Dank. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Valorant warst du ja nicht so der Spieler, oder Kai? Kein Stück. Und ich hab's Zukunft? Nicht mal. Ich hab's nicht. Ist ja kostenlos. PvP kriegst mich nicht rein. Das ist ja kein PvP im eigentlichen Sinne. Das ist ja ein... Also eigentlich musst du es ja so sehen, dass du dich zusammen Hallo Ravo, was geht? Herzlich willkommen. Dass du dich mit Spielern auf eine Map begibst und dann versuchst einfach die anderen Spieler nett und freundlich davon zu überzeugen, dass der Punkt der Runde vielleicht an dich gehen sollte. Als Argumente kriegst du halt Waffen. Ja, das ist jetzt sehr weit gegriffen, das als PvP zu bezeichnen. Ich bin ein schlechter Verlierer und für mich ist das dann nicht mehr Spaß, sondern Arbeit. Schade. Mayo-Schwester, Hallöchen, wie geht's dir? Also Botman bin ich gerne dafür zu haben oder sowas, aber gegen andere Spieler ist einfach für mich kein Spaßfaktor mehr, weil es für mich dann wirklich zu sehr dieses, ich muss jetzt arbeiten, ich muss mich anstrengen, ich muss dies, das, jenes. Ja, okay, das sehe ich, fühle ich. Dann muss man halt auch Map-Awareness haben, dann musst du auf die Leute gucken, hören, Sachen das machen. Das ist die Erfahrung, die gemacht werden muss. Eine Freundin von mir hat auch mit PvP nichts zu tun gehabt, Ego-Shooter gar nichts, null. Die hatte nicht mal Battlefield oder Call of Duty gespielt, gar nichts. Und hat halt einfach nur mal geguckt, ja, was ist denn Valorant, weil sie am Anfang dachte, das wäre was ganz anderes. Hatte auch die ersten Tage lang gedacht, oh mein Gott, das ist Ego-Shooter, so, gar nicht, will ich überhaupt nicht spielen. Aber hat durch Freunde, ist sie einfach ein bisschen dran geblieben, hat hier casual hier und da mal ein bisschen was gemacht. Und auf einmal hat sie gesagt, okay, so schlecht ist es nicht. Und heute ist sie Gold 3. What the fuck? Ach, schön. Also ich habe meine frühen LAN-Partys in der Schulzeit Leute auf 2 Stockwerken verteilt. Counter-Strike, damals Beta... Ja. Ich weiß nicht, ob es 3.2 oder 5.2 war. Auf jeden Fall eine der frühen Betas. Gut dabei gewesen. So, ich muss mal auf Toilette. Also, die jüngste Schwester geschnappt, die damals 8, 9 war. Gesagt, hier, die Taste ist Laufen, die Taste ist Schießen. Viel Spaß, ich muss mal. Lauf dann also zur Toilette, komme an den anderen Leuten vorbei.
und sehe dann gerade, wie ein Freund sich anschleicht. Dann kommt irgendeiner um die Ecke gerannt, wie so ein Berserker mit der Pistole. Pam, 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 pam. Schießt über den Haufen, weil die vollkommen ohne Taktik einfach durchgerannt ist. Aber wer war das? Meine kleine Schwester. Ohne Schleichen, ohne Plan, ohne Taktik. Einfach loslaufen, Leute erschießen. So muss das. Aufsichtspflicht erfüllt. Genau. Was hatten wir denn noch? Mir fällt aber auch... Also Raft fällt mir ein, das kann man echt machen. Das Ding ist, ich glaube, es ist ein Endless-Multiplayer. Also es gibt kein Cap nach oben. Gartic Phone sehe ich jetzt gerade leider nicht so sehr. Warum Raft geht? Hat halt die Story. Da braucht man genau. Schon ziemlich lange, bis man da ist. Bravo, warum geht's dir denn nur so weit? Warum geht's dir denn nur so lala? Soll dir gut gehen. Es ist Dienstag. Umarme den Tag. Yay. Just Act Natural war sehr lustig, das muss ich zugeben, ja. Das war lustig. Das habe ich jetzt auch mit zwei Freunden angespielt und habe zufällig dreimal in Folge gewonnen. Da hast du eine riesige Krone danach. Ich finde es halt cool, dass man muss das mit richtig vielen Freunden zocken, damit auch richtig viel los ist auf der Map. Das wäre ultra witzig. Ja, musst du nicht mit einsteigen. Ja, na Gott, am Überlegen zu zweit macht das gerade nicht so viel Sinn. Das Titan Quest können wir ohne Jan nicht machen, das funktioniert nicht. Die wird deines, die braucht noch ein Jahr. Also wenn, dann hätte ich gesagt, wenn das jetzt nicht zu vermessen ist, ich weiß jetzt nicht, wenn man Raft zu einem gewissen Punkt spielt und ein neuer Spieler kommt rein, übernimmt sich dann die Story von ihm auf das Game? Vor dem Spielstand. Aber du musst ja erstmal hinkommen, du musst... wie weit hast du schon mal gespielt? Ich hatte schon mal ein paar Fangnetze. Also es gibt quasi mehrere Story-Abschnitte, das sind große Inseln, die muss man aber erst finden. Oh. Durch Bauten und Geräte. Ich dachte, das ist prozedural oder ist das wirklich eine feste Map? Ich bin mir nicht sicher, ob die großen Inseln erst auftauchen, wenn du sie mit dem Radar anpingen kannst. Mhm. Und ob die immer da sind. Aber ich glaube, die musst du halt wirklich anpingen mit dem Radar. Oh, das finde ich dahin cool. Und bis dahin schwimmst du halt geradeaus. Du hast ja am Anfang nicht mal eine Chance, irgendwie zu lenken. Gar nicht. Dann hätte ich tatsächlich gesagt, wenn du nichts dagegen hast oder die Leute, mit denen du vielleicht das Projekt machen wolltest oder so, dass wir einfach... Keine Leute. Ich habe Leuten in den Ohren gelegen, aber es ist nie was passiert. Dann starten wir Raft und gucken, wer dazukommt und wir ziehen durch. Ich weiß oder? Gar nichts mehr. Ich auch nicht. Ich weiß, dass es einen Hai gibt. Und ich glaube, den Hai kriegt man nie los. Man kann ihn töten, aber er kommt wieder. Ich wollte gerade sagen, aber den wirst du halt nicht dauerhaft los. Das war's. Das ist das Problem. Ich habe ihn Günther genannt. Ich glaube, offiziell heißt er Bruce. Günni. Ja, ich mag Günther. So. Günther der Hai. Dann machen wir das. Zombie-Hai wahrscheinlich. Nee, der wächst nach. Man kann ihn nicht töten, man kann ihn auch essen. So. Ein Echsenhai, eine Chimäre, wahrscheinlich. Wie hieß nochmal der Ball von Tom Hanks? Wilbert? Nee. Wilson. Stimmt. Oh, es gibt mir Charaktere, aber ich habe sie nicht freigeschaltet. Wilson war mit 2 L, ne? Ich glaube 1. Das ist halt der Name von der Marke. Wilson, okay. Oh, das ist schön. Man kann jetzt mehrere verschiedenfarbige Outfits machen. Nice. Okay, pass auf, dann machen wir es so. Wir gehen full engage, Raft mit Kai. Die anderen, ob ihr jetzt wollt oder nicht, das ist mir, ich will keine Klagen hören. Ich möchte keine Klagen hören, niemand, der am Rummotzen ist oder sonst irgendetwas. Wenn ihr Raft mitspielen möchtet, dann sagt gefälligst Bescheid und kommt mit ins Game. Aber spätestens ab da möchte ich nichts mehr von euch hören. Zumindest die Leute, die schon kennen, dass ich mit Kai einsteigen. Man kann auch mal nicht ins laufende Spiel einfach einsteigen. Kann man nicht? Kann man. Es gibt keine Lobby, sondern du startest das Ding und ich kann, glaube ich, beispringen. Ja, das will ich aber auch schwer hoffen. So. Dann gehen wir jetzt in Game.
Ah, die Musik, die ich im Menü höre, ist so super. Pass auf, ich mache eben mein Brezel aus. So, Brezel ist aus. Das sieht aber nicht so gut aus, meine Einstellung. Grafisch ist da noch was machbar. 1920 mit 119, machen wir doch so. Ja, Wunderbärchen. Cool, die Maus ist auf 144, aber die Grafikleistung nicht. Na gut. Ist ja auch wurscht. Was haben wir denn hier? FPS 60. Ach, deswegen. Ist es besser jetzt? Wirkt auf mich nicht so. Kannst du unter Charakter auch dein Outfit ein bisschen anpassen? Das finde ich cool. Ja, das ist mir so. Auch relativ neu, habe ich gerade erst entdeckt. Finde ich super. Machen wir, so, warte kurz. Meine Grafikkarte will mir gerade mitteilen. Hör mal. Hör mal, ich brenne. Geht einfach gerade ein bisschen ab. Ansonsten Gesamtqualität machen wir einfach mal gut. Passt ja. So. Ich betrete deine Welt, oder? Ich habe noch keine aufgemacht. Das ist ja viel gesprochen. Ich guck mal gerade bei normal. Mein Weltenname. Moment. Wie kann denn unsere Welt heißen? Dave's Waterworld. Waterworld. Moment. Waterboarding für Anfänger. Oh Gott. Freunde können beitreten. Ja, genau. Friendly Fire. Friendly Fire? Warum das denn? Man kann sich mit Speeren und so Sachen behauen. Ja, dann. So, normal, einfach, hart. Durchschnittliche Schwierigkeit für einen durchschnittlichen Spieler. Was ist hart? Du kannst dich ohne Hilfe eines Freundes wiederbelebt werden. Oh, das ist aber ein bisschen hart. Nee, das wollen wir nicht. Da machen wir nochmal. Okay. Wenn ich Passwort wegmache, obwohl, ja, ich mache eins rein. So, das könnt ihr jetzt auch ruhig sehen. Mir ist das wurscht. Passwort ist Nugget. Dann kannst du gleich mal gucken, ob es funktioniert, dass du reingestiefelt kommen kannst. Inhalte werden geladen. Sobald Wasser wird aufgefüllt. Wasser wird aufgefüllt, ne? Mein Wochenstart war eigentlich ganz nice. Ich hatte jetzt 2 Homeoffice-Tage, war sehr entspannt. Und ab morgen geht's wieder ins Büro. Und dann den Rest der Woche durchziehen, würde ich sagen. Boah. Wird sehr lustig. Oh, ein Blatt. Ist es offen? Okay, du kannst rein. Bin mal gespannt, was passiert. Weil es ist schon eng hier auf dem Floß, ne? Das ist kuschelig. Ja, etwas, ne? Da will ich hin. Du kannst doch nicht lenken, das Fluss schwimmt einfach. Das schwimmt erstmal einfach, das stimmt. Ich zieh erstmal alles ran. Oh Gott, da ist was. Zieh ihn erstmal rein. Shit. Ich habe auch gehört, man sollte nicht diesen Bug-Abuse nehmen, dass man, wenn man zurückzieht, den Haken, kann man, glaube ich, mit Schlagen den Haken instant zurückziehen, aber das soll man wohl nicht tun. Deswegen. Ist auch langweilig. Ja, finde ich auch allerdings. So, ich habe Palmblätter wie blöde gesammelt. Ich habe jetzt richtig viele. Mindestens 5000. Oh, Skynex ist beigetreten. Da ist er. Krass, es ist wirklich sehr eng hier, Kai. Ich muss erstmal die Mausempfindlichkeit hochstellen. Oh Gott. Die was? Die Mausempfindlichkeit, dass ich mich ein bisschen schnell drehen kann. Oh, kommt man hinten an die Kiste dran? Ja. Oh, schön. Eine Kiste. Oh, ich habe viele Planken und Palmen bekommen. Oh Gott, was ist denn das? Bauhammer. Seil. Okay. Da ist ein Hai. Hey, ich bin wohl schwächlich. Da ist ein Hai. Oh. Der Güni ist da. Oh Gott. Ich muss nochmal neu verbinden, weil der meinen Haken nicht wirft und nur fallen lässt.
Oh, das ist nicht gut. Ah, doch, es geht so. French Toast mit Kirschen. Das ist in der Tat etwas, was sehr nice sich anhört. Brauche, glaube ich, einen Bauhammer. Dafür brauche ich Seil. Für Seil muss ich Palmblätter wegmachen. Oh ja, das kennt man ja. Okay. Dann brauche ich den Bauhammer. Zack. Und dann, yes. Sehr gut. So, Kai und ich sind schon geübte Mülltaucher tatsächlich. Wir machen das auch gerne in unserer Freizeit. Ja, wenn man auf dem Weg zum Kühlschrank noch was zu essen findet. Ja, klar. Was ist da hinten? Ach nee, das ist Plastik. Ich dachte schon. Das ist irgendwie eine große Kiste oder sowas. So. Ich will immer was wegschmeißen. Dabei ist es nicht klug, wenn ich das mache. So, also. Worum geht es in dem Spiel? Ich weiß nicht, ob ich noch Leuten Raft erklären muss. Robinson Crusoe-mäßig müssen wir überleben auf hoher See. Tatsächlich gibt es Hunger und Durst. Da werden sich jetzt viele fragen, ja, aber wie wollt ihr Essen holen? Das muss man sich jetzt mühsam zusammen survivalen. Am Anfang deswegen ganz großer Fokus darauf, alles ranzuziehen, was man hat. Am besten auch direkt neben der Steinaxt ein Holzspeer, weil wenn der Günni kommt, und er kommt, dann wird es etwas gefährlich. Ich würde direkt auf die Insel zuhalten. Oh, tatsächlich, das ist schon eine Insel. Das ist allerdings selten. Jetzt frage ich mich, warum mein Holzspeer nicht... Ich habe einen Hammer gemacht. Hast du schon einen Hammer? Nö. Dann gebe ich wieder meinen. Gott sei Dank. Ich habe nicht auf den Holzspeer geklickt, weil ich dumm bin. So. Ein paar Planken brauche ich noch für den Speer und dann muss man sich halt drum kümmern, dass man... Oder zumindest für die Bäume da hinten sollten wir, glaube ich, eine Axt machen, ne? Weil wir fahren ziemlich direkt auf die Insel zu. Ja, was halt sehr ungewohnt ist, weil wir können nicht lenken. Ja, wir gucken, was jetzt passiert, ne? So, Stein, Axt. Oh, dafür brauchen wir Stein und wir brauchen Planken dafür noch. Guck mal eben, dass ich mir die Planken noch doch snacke, die es da gibt. Ah, Günni ist noch ruhig. Aber hinten ist schon Möwe. Kai versucht es mit der großen Kiste. Dave versucht auch und... Ah, Günni ist am Fressen. Ah, direkt bei uns. Kusch. Kusch, Günni. So, oh, wir gehen ja ziemlich auf die zu, ne? Ja, und ich glaube, mit dem Segel kommen wir vielleicht noch vorbei. Nee, mit einem Ruder. Im Ruder. Ja, momentan brauchen wir das ja nicht. Wir können ja ruhig erstmal da stranden, finde ich. Solange wir gleich den Stein bekommen. Wenn da jetzt ein Stein drin ist in dem Fass, dann rettet uns das so ein bisschen. Unter uns sind Steine. Wir sind jetzt im Strand. Ach, schön. Oh, ist das nicht schön. Guck mal, wir haben so ein Glück gehabt. Wir sind so glückliche Cookies. Das ist der Wahnsinn. So, klatsch. Festland, juhu. Stein. Nee, das war Ton. Shit. So, ich guck mal eben hier oben, ob es da irgendwas Leckeres gibt. Eine rote Blume. Eine blaue Blume. Eine schwarze Blume. Ansonsten... Eine Angel? Eine Angel, sehr gut. Ich habe jetzt nichts leider. Eine Wassermelone hätte ich. Eine weiße Blume und... Eine gelbe Blume. Ich sammle Blümchen. Offenbar bin ich jetzt Blümchensammler. So, Stein habe ich noch nicht gefunden. Wo ist denn Stein? Verdammt, ich dachte da unten. Oder? Ne, ja, sieht aus wie Muscheln. Hier ist ein Stein. Sehr gut. Vorsicht, das Floß ist ein bisschen, geht ein bisschen Richtung Ausgang. Ich versuche jetzt mal eben die Bäume abzuhacken. So. Perfekt. Floß noch da? Ja, ich sehe es.
Und eine Kokosnuss auch. Schön. So. Oh, hier war noch eine Wassermelone und eine Ananas. Oh Gott. Ich finde echt im Nachhinein noch gute Sachen tatsächlich. Hätten mir vorher auffallen müssen. Vorsicht, Kai, da ist ein Hai. Hab mich direkt angeknabbert, die Sau. Der Hai will dein Fleisch kosten. Ausstattung. Wimpel, Säge klingt ganz cool. Dafür brauchen wir noch mehr Palmblätter. Ein Paddel hast du schon gemacht? Nee. Mein Inventar ist voll mit Blumen. Das ist gar nicht so gut, leider. Warum habe ich das getan? Blumen kannst du auch erstmal nicht gebrauchen. Erstmal so gar nicht, ne? Ich brauche halt einen Forschungstisch, aber... Wassermelonensamen. Ich glaube, das wird hier festhängen. Ein bisschen, ne? Ich könnte ein Paddel machen. Moment, ich muss das wäre praktisch. So, warte, ich gebe dir mal hier. Ich habe hier... Tada! Wir könnten uns Wassermelone snacken. Ja, dann zum Wohle. Jam, jam, jam. Und nochmal. Melone. Geil. Ungewöhnlich, dass man so schnell am Anfang bereits schon sowas bekommt. Aber wir sind wohl... Wir sind von der Muse. Von der Glücksfee. Wie hieß sie? Fortuna. Oh, das Glück ist, dass wir jetzt hier stecken. Ja, ich mache jetzt das Paddel, dann können wir uns eben rauspaddeln. Aber ich glaube, Günni greift uns auch nicht an, ne? Solange wir nicht Meter machen. Doch, irgendwann macht er das wieder. Ah, shit. Na gut, dann mache ich das Paddel, ja? Wollen wir weg hier? Ja, ohne Speer kann man jetzt schlecht Günther vertreiben und dann unten Sachen aufheben. Na gut. Das ist das Problem, was ich sehe. So. So, ein bisschen von der Insel weg. Jetzt geht's wieder mit der Strömung dahin, wo der Wind uns hintreibt. Oh Mann, dich. Ich will aber das... Guck mal, da hinten ist ganz viel Plastik. Da will ich einfach kurz hin. Hier, ich fahre so, dass du die aufkrabbeln kannst, obwohl, funktioniert nicht so gut, leider. Klappt dich? Ah! Oh Gott. Böser Hai. Er hat zwei Sachen kaputt gemacht. Das ist noch böser als normal böse. Verdammt. Oh, da hinten sind zwei Fässer. Ach so, mein Dings geht auch gleich kaputt, ne? Mein Plastikhaken. Fritte, ja. Irgendwann ist der Fritte, ja. So, ich halte mich mal ein bisschen in die Richtung von den beiden Fässern. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Die Story hier ist, dass wir gestrandet sind, Blacky. Was danach passiert, hör mal du. Gar kein Plan. Und das ist es jetzt, was wir rausfinden müssen. Aber da habe ich auch jetzt Spaß dran, muss ich sagen. Das finde ich jetzt ganz cool. So. Ich habe gar kein Plastik mehr, ne? Flugabsturz und nur ihr beiden habt überlebt. Das wäre tatsächlich interessant. Aber wie gesagt, gar keine Ahnung. Den Holzspeer habe ich noch nicht gemacht. Den könnte ich jetzt sogar machen. Weißt du was? Wir machen den. Ich habe schon wieder den Bauhammer gemacht. Ich raste aus. Scheiße. Ich bin so dumm, ne? Zum Glück hatte ich so viel Holz, dass ich jetzt noch den Holzspeer machen konnte. Verdammt. Das ist nicht so gut. Ja, also keine. Und sonst so. Oh, es ist Nacht. Ja. Es gibt Seegang. Das finde ich sehr schön.
Das war früher nicht so intensiv. Wird ein bisschen schlechter dabei. Oh, hat's nicht genommen. Schade. Meins. So, Kunststoff. Meins. Das ist halt das Ding, ne? Wegen dem Kunststoff können wir uns halt hier auf dem Schiff halten und überleben. Weil Leute Sachen ins Meer wegschmeißen. Widerlich. Die Standardcharaktere, die es gibt, sind halt der Typ, die wir gerade beide spielen, und halt dessen Tochter. Ah, okay, cool. Ich bin deine Tochter. Ja, nicht ganz. Vielleicht war ich ja damals deine Tochter. Nur vielleicht wollte ich einfach Bart tragen. Dad, wir sind im Jahr 2022. Sei nicht so empfindlich. Aber dein Bart kratzt. Etwas, ja. So, soll ich mal den Reiniger bauen? Jedes bisschen hilft. Obwohl, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Oh Gott, wow. Oh. Vielleicht sollten wir das irgendwo in die Mitte bauen, wo Günni jetzt nicht direkt drankommt. Oder noch so. Ein paar Platten mehr. Ein paar Platten auch. Daddy. So, ach so, ich habe keinen. Haha, hast du einen Plastikhaken zufällig? Dankeschön. Aus mir ist ein bisschen peinlich. Passiert immer wieder. Das war ganz am Anfang gespielt mit 8 Leuten auf einem Floß. Oha. Keiner hatte Ahnung und ich war der Einzige, der wusste, oh Gott, das geht schief. Ich habe nur gefischt wie ein Berserker. Stimmt, das ganze Essen, was man dafür halt braucht, ne? Wow. Schon zu zweit ist das schon heavy, finde ich. So, genau, wir brauchen erstmal ein bisschen, wie sagt man, oh shit, Puffer für Günni, ne? Das, falls er wieder anfängt, in Knabberlaune zu kommen. Darf das denn wahr sein? Ich glaube, wir nähern uns schon wieder einer Insel. Ich sehe eine Insel am Horizont. Ja, die kommen immer wieder mal in Sicht. Krasser, dass es so viele sind. Es gab mal tagelang, da habe ich keine Insel gefunden, gar nichts. Jetzt will das Spiel mir auf einmal sagen, Digga, hier sind Inseln. Und ich so, nein, Mann, mach mal nicht dies. Anfang schwimmst du sogar dran vorbei, weil du nicht hinkommst. Ist das nicht krass? Günther. Günni, komm, lass es sein. So. Okay, jetzt habe ich ein Speer. Perfekt. Oh, ich hatte auch einen. Ich habe vergessen, dass ich hacken konnte. Einfacher Grill wäre das nächste. Ne, die Tasse. Ich brauche noch Kunststoff. Moment. Ich müsste mir noch ein wehrloses Kunststofftütchen angeln. Also eine Schildkröte. Ja. Da ist ein wehrloses Kunststofftütchen. Ah. Nehme ich den hier auch noch mit? Ne. Tue ich nicht. Leere Tasse. Bitte. So, dann kann ich jetzt hingehen, Planken da drin platzieren, Salzwasser füllen, Tasse platzieren. Oh, jetzt wird gekocht. Kai, wir kochen. Ist das zu glauben? Oh Gott, da kommen Fässer. Kai, wir haben eine Fässer-Offensive hier hinten. Kannst du den linken übernehmen? Zum Glück habe ich schon eine Reserve-Plastikhaken geworden, da ist gerade hops gegangen. Oh, ja, das sollte man. Oh, wir können jetzt... Nein, nein! Ah, da treibt was weg. Was ist das? Oh, scheiße. Bei mir ist es zu voll. Shit. Das war nicht sehr smart. Süßwasser füllen und trinken. Salzwasser füllen und rinn damit. Hast du auch schon deine eigene Tasse? Nö, ich mach mir eben eine. Gut. Oh, Hunger wird auch gefährlich. Wir müssen jetzt für einen Grill sparen. Warte mal, der Grill ist... Ich hab
Eine Planke fehlt mir noch. Ja, mir fehlt noch eine Planke. Dann kann ich den Grill machen. Hast du noch eine Planke für mich? Oh, da kommt eine sogar eine. Uha. Du kommst zu mir. Schwupp. Okay. Einfacher Grill. Und zwar... Da will ich einen haben. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall das. Du kannst, wenn du Planken hast, gerne schon mal den Grill und den Reiniger mit, also den Wasserreiniger mit Planken ausstatten. Geangelt hast du, glaube ich, schon, hast du gesagt. So, weil ich... Oh, mir wird langsam schwindelig, dir auch wahrscheinlich, ne? Noch nicht ganz, aber fast. So. Ich habe halt nur noch die Blumen. Ne, ich habe eine Ananas. Da ist doch gerade ein Fisch im Grill. Dann gönn du dir den Fisch. Ich nehme die Ananas. Die rettet mich so ein bisschen. Menno. Komm her. Drüben ist ein Fass. Sollen wir zur Insel rudern? Da bräuchten wir noch einen Anker. Shit, ich könnte auch hinter die Insel jetzt um mich nochmal da dran. Naja, komm, die hat Essen. Voila. Guck, ob ich gegen den Strom ankomme. Schaffe ich es? Bisschen, ne? So ganz leicht, ja. Ich versuch's einfach mal. Entweder bricht jetzt das Paddel oder ich schaff's. Verdammt, hätten wir früher einfallen sollen. Sag mir Bescheid, wenn ich drumrum bin. Ja, so langsam knapp bist du dann vorbei. Ja. Ja, jetzt bist du wieder... Na? Nee, fast. Oh, ich krieg wieder Hunger, scheiße. Jetzt könnten wir quasi stehen bleiben. So? Okay. Oh, ich gehe sofort mal hin. Muss einmal hoch an diese Früchte da dran. Ich glaube, ich sehe nämlich Mango. Oh Gott. Na komm schon. Ich komme hier nicht hoch. Scheiße. Schaffe es nicht. Aha, doch, jetzt. Puh. So. Rote Blume. Nein, uninteressant. Das da will ich haben. Das will ich haben. Warum kann ich das nicht haben? Dann nehme ich die Wassermelone. Oh Gott, das war ganz schön knapp, ey. So, hier haben wir jetzt wie gesagt wieder Blümchen. Wir haben Holz. Später zum Färben. Stimmt, ja, hast du recht. So, hier ist ein Mangobaum, so wie ich das sehe. Ich guck mal, ob ich da was rauskriege. Palmblatt, Planke, Mango. Ah, und Mangosamen, schön. Wie sieht's bei dir aus vom Essen her? Ziemlich stabil. Gut, dann esse ich die Mango jetzt auf. Mangosamen nehme ich mit. So. Ja, unser Schiff hält noch gut. Oh, Vorsicht, Hai. Ja, ich besorge gerade Futter. Den Hai? Natürlich. Oh. Kokosnuss. Oh, noch ein Mango. Habe ich gar nicht gesehen. Noch ein Mangobaum. Oh, danke. Jawohl.
Okay. Essensmäßig habe ich mich jetzt auch wieder erholt. Gott sei Dank. Oder geht's ja noch weiter nach oben? Kann man mit Leitern und wahrscheinlich da hoch, oder? Ah, ne, guck mal hier. Ah, ich kann springen. Oh, eine Ananas. Oh, und da hinten ist eine Kiste sogar. Und die kann ich, da komme ich nicht dran. Fischis. Aber mit Laufen, glaube ich, geht das. Sollte klappen. Ich habe nur gerade eben hier was fallen lassen. Wo ist es hin? Da. Kokosnuss war das. Hallo Xeras, herzlich willkommen im Stream und vielen Dank für deinen Raid. Dankeschön. Velo ist auch dabei. Ich grüße euch. Wie geht es den lieben Mitgeradeten und dem Streamer? Xeras, alles fresh bei dir? Wir spielen gerade ein paar Sachen. Scheiße. Raft. Deswegen rafft euch mal zusammen. Wir spielen ein Insel-Survival-Spiel. Ein Fluss-Survival. Ich habe ganz viele Sachen jetzt hier, Kai. Und ich bin komplett voll. Ich kann es nicht aufnehmen. Verdammt. Kannst du am Strand entlang gehen, wo ich bin? Siehst du mich? Ich hüpfe hier oben auf einem Berg herum. Muss ich mal aus dem Wasser raus? Bist durch mittlerweile. Du bist auch schon länger dran. Ich habe gerade Günther platt gemacht. Hast Günni platt gemacht? Ja, nice. Ja, das heißt, wir könnten jetzt das Meer plündern. Das ist nice. Ich komme hier aber gerade nicht weg tatsächlich. Und ich habe hier, ich habe so eine Kiste aufgemacht und da ist unfassbar viel Krempel drin. Aber ich kann den nicht mitnehmen. Moment. Haben wir eine Kiste? Können wir eine Kiste bauen? Kleines Lager. Können wir eine bauen, ja. Ja, dann bauen wir bitte eine. Ich versuche. Ah, du warst genau unter mir. Braucht Seil und Kunststoff habe ich alles nicht. Ah, schön. Warte, Kunststoff ist gerade hier. Das sehe ich doch. Seil habe ich, glaube ich, sogar. Vergiss, was ich sagte. Kleines Lager. Wie viel Kunststoff hast du denn eigentlich? Zwei. Ich habe auch zwei. Dann fehlen uns noch ein bisschen was. Shit! Was mache ich denn da jetzt? Warte, das tue ich weg, das tue ich weg. Kurz rausspringen, weil der Hai ist gerade nicht da. Ja, ich tue gerade mal ein paar Sachen weg. Ich hoffe, die despawnen nicht. Das dauert, glaube ich, mal, bis die weg sind. Vielleicht ist da ja Kunststoff mit dabei. Leider nicht. Einfach Rezept für einen Smoothie. Achso, ja, ich kann den gar nicht lernen. Ich zeige mit dem Finger auf irgendwas und sage, da, Smoothie. Die kannst du an die Kochstation später dran tackern. Ah, okay. So, was war denn hier zwischen? Da war doch auch eine Kiste, oder? Da ist ein Stein. Was mache ich denn da? Ach so, an Land kann ich gar keinen Stein aufnehmen, ne? So scheint es mir. Nein, dafür musst du unter Wasser die mit dem Plastikhaken raushauen. Das ist weird. Das ist wirklich weird. Ihr habt doch den Stein einfach auf, ohne Haken. Ich wünschte, ich könnt's, aber es klappt nicht. Dann findet man auch Kunststoff unter dem. Geht leider nicht, ich kann mit eh nicht aufheben. Unter Wasser leider nicht. Dann nutze ich jetzt die Gunst der Stunde, wenn jetzt Günni nicht da ist. Der kommt, glaube ich, erst gleich wieder, ne? Du bist schon dabei, ne? Sehe ich gerade. Natürlich. Ein bisschen Kunststoff, dass du ein bisschen Kunststoff mitnimmst. Ich beobachte dich von hier und sag dir, wenn der Hai zurückkommt. Ich sehe dein anderes Floß im Wasser. Echt? Ja. Da können wir auch gleich hin. Ein bisschen was Ruder habe ich noch. Gegenwindrichtung, da kommst du nicht hin. Das ist ganz am Horizont. Ah, schade. Na gut, dann ist das so.
Was habt ihr denn noch gespielt, Xeras? Am Anfang war es Hollow Knight, das weiß ich. Wo seid ihr danach noch reingestiegen? Ich habe ein Scharnier, Metallerz und Bolzen gefunden. Weißt du, das wieder da? Genau, das wollte ich dir sagen. Achtung, Günni ist wieder da. Willkommen zurück. Kann ich nämlich in das Lager schon mal ein bisschen Unrat reintun. Kannst du es schon bauen oder kannst du mir das Plastik geben? Kunststoff meine ich. Moment, kann ich es bauen? Anscheinend nicht, dann mache ich das. Dankeschön. Oh, ich habe jetzt eine Mütze. So. Wohin denn damit? Ich mache es einmal kurz hier hin. So, und zwar den Unrat, den man jetzt auch gerade so gar nicht braucht. Wie zum Beispiel die Blömchen. Alles da rein. Du musst doch so meinen schönen neuen Hut bewundern. Ach cool, du hast einen Haihut. Hi-Hat, uhaha. Stanley Parable, übernehme ich mal, solange der Mann trinken sucht. Ah, Stanley Parable, das ist cool. Das ist ein sehr cooles Spiel. Stop it, Mary. Ich schicke dir nie wieder ein Bild. Was? So. Stein. Ach nee, das war Ton. Auch noch so unnötig, ne? Ah! Oh Gott, was war das? Sind wir geflippt? Das sah irgendwie weird aus. Da hinten ist eine. Okay, wir versuchen wohl. Oh Gott, okay. Ich sehe, wohin das führt. Das wird nur Katastrophen geben. Ich versuche mal wegzurudern hier. So, mehr hat das Ruder nicht mehr hergegeben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen Kunststoff bekommen, dass Günni gleich nicht an einen der Ränder hier kaut. Dann haben wir nämlich ein großes Problem. Na klar, dass das nicht dran kommt, ey. So, um genau zu sein, die Ultra Deluxe Version. Von Stanley Parable, oder was meint ihr? So. Jetzt kommt's. Bin ich mal gespannt, ob du dieselben Sachen auch bekommst. Ich meine schon. Wenn ich was erforsche. Das wäre nämlich cool. So. Ein Pfeile. Ich brauche Schrott für Nagel. Okay. Ein Seil. Auch erforschen. Farbe und mehr. Farbenblatt. Da haben wir den Pass verpasst. Hä? Da schwimmt ein Fass an uns vorbei. Ne, zu weit weg. Oh nein, nein. Scheiße. Oh Gott, ich krieg Hunger. Mist. Hast du was für mich? Da ist gleich ein Haihappen fertig. Dankeschön. Oh Gott, das wird schön. Oh Gott, da kommt der. Günni. Aha. Wollte ich sagen. Ich kann mit so viel Zuspruch nicht umgehen. Das ist wirklich unangenehm. Ach, Velo. Bei sowas, ich bedanke mich dann immer und sage dann immer Dankeschön, sehr lieb. Auch wenn ich es dann nicht selber fühle, aber dann ist es halt so. Man ist sowieso immer selber sein größter Kritiker.
Oh, wunderbar, danke schön. Oh Gott, der Eihappen gibt echt viel. Göni. Vermaledeit nochmal. Der Junge hat echt keine Manieren, ne? Hat sich die Finger gewaschen vorher. Gut, das kann ich, das will ich ihm positiv ankreiden, tatsächlich. Das ist okay. So, den brauche ich. Ich habe leider kein Plastik für eine Reparatur. Wir haben gar kein Plastik, ne? Oh, da hinten sind zwei Fässer. Da hoffe ich mir viel Plastik drin. So, den hintersten habe ich. Sehr gut. Ja, am Anfang ist es halt ein Balanceakt zwischen Nahrung ranschaffen, das Boot vergrößern, damit der Hai halt nicht kommt und so. Das ist halt, da musst du. Das ist mehrere Platone, jetzt gibt es, die man bauen kann. Sogar ein stabil. Wie meinst du das? Wenn du mit dem Hammer rechte Maustaste drückst für andere Bauteile, kannst du mehr Teile auswählen als früher. Und dann gibt es irgendwann auch Böden, die wo Güni nicht durchkommt, oder was? Genau. Gar nicht oder nur schwieriger? Gar nicht. Oh, das wäre natürlich das Ding, was ich haben wollen würde. Es gibt die in Stabil, wo er wohl länger verbraucht. Oh, Delfine. Was? Da waren gerade Delfine. Kann ich nicht hier sehen. Ich habe drei Delfine gesehen, die aus dem Meer gesprungen sind. Oh, da sind sie. Ja, tatsächlich. Ach, wie cool. Das Gute ist, wo Delfine sind, sind keine Haie. Oh, ich habe ein Dekorationspaket bekommen, was da wohl drin ist. Ich habe Schrank gelernt. Und ich habe Weltkugel gelernt. Ja, ich habe das gelernt, was ich bin halt, weißt du? So. Wofür ist eigentlich das Bett da? Zum Wiederbeleben. Oh, das ergibt Sinn. Ich glaube, dann kannst du die Nacht überspringen. Oh. Ich habe eine Kartoffel gefunden. Was sagst du jetzt? Ich habe auch eine. Unfair. So. Gott. Nein, Plastik brauche ich. Plastik brauche ich. Gleich fangen wir an mit den Fangnetzen, ne? Würde ich sagen. Dass wir das Boot für uns arbeiten lassen. Ach, alles gut, Mary. Lass es raus. Lass es einfach raus. Ein Eimer, nützlich beim Melken. Nein, 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 nein. In der Gegenwart von Kai ist sowas eher gefährlich. Das sollten wir nicht tun. So. Nahre kann ich ja nicht machen. Das heißt, jetzt wird sich auf... Oh, da springen sie. Schön. Wird sich auf auf Kunststoff konzentriert, damit wir das Schiff ein bisschen ausbauen können. Was hältst du von dieser, ich habe schon wieder, ne, ich habe Durst, habe ich jetzt, oh, meine Güte. Junge, entscheid dich. Ich trinke immer, wenn ich dran vorbeilaufe. Ja, ich denke da nicht so wirklich dran. So. Ich bin so ein Fan von diesem X-Modell. Weißt du, dass der Boden so ein Fangnetz aus einem X-Muster hat? Dass alles, worüber das Schiff fährt, das eingesammelt wird. Oder ich habe immer die vorderste Reihe Bretter, dann kommen Netze und dann der Rest vom Fluss. Ach so, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn du quer über sowas fährst, das kann ja auch mal passieren,
Wenn du das Ruder nicht benutzt, dann verpasst du die Sachen, die in dem Moment so an am unteren Teil des Schiffs, sag ich mal, so vorbeikommen. Weißt du, was ich meine? Du hast ein Pech. So. Ich glaube, man kann auch da nicht reinfallen. Kann das sein? Wie ist es denn? Man muss es noch lernen. Noch nicht gelernt. Wird wahrscheinlich noch ein Seil oder sowas zum Erforschen. Ach, die Nägel braucht man dafür. Seil habe ich nämlich schon. Was haben wir denn hier? Ja, Nägel braucht man. Warte, also ich hab doch hier. Was? Hä? Den Bolzen. Teile er jetzt nicht. So, Schrotthaken ist da. Ach ja, ich wollte mir eben fragen, komplett neue Brille für 4K-Auflösung. 3D-Upgrade und RTX-Unterstützung. Nice. So. Boah, mir ist schon wieder schwindelig. Meine Güte, ey. Was ist denn los mit mir? Erst, ich bin halt so zart beseitet, weißt du? Es sind Quallen im Wasser. Ja, warum kann ich nicht einfüllen? Hä, hey, das funktioniert. Da ist Süßwasser drin. Ach so, da war schon Süßwasser drin. Ich bin ein bisschen doof. Das ist der Durst. Wahrscheinlich, ja. So, was hast du hier? Das hast du auch schon. Guck mal eben. Ja. Ton hatten wir, glaube ich, ne? Habe ich schon versucht. Ja, okay. Die Algen hast du schon? Ja. Okay. Wow. Es wird windelig. Wollte vorhin schon fragen, wurde aber vollgequatscht von diesem monotonen Spielstimmtypen. Was soll das denn heißen? Aber danke fürs Kompliment. Hey, Kai, wir sind monoton. Oh nein. Ja. Immerhin gibt es keine Torte. Keine Torte. Mm-mm. So, ich müsste jetzt mir eben das Haifisch-Ding krallen, sonst gehe ich kaputt. Dafür ist es da. Oh, dankeschön. So, jetzt so langsam. Also gut, das Spiel kann schon einen fordern, wenn man alles sehen will. Und dir fehlt auf der rechten Seite noch einiges, habe ich gehört. Was redet ihr? Über welches Spiel redet ihr? Über Stanley Parable? Nein, mein Bauhaken ist kaputt. Machen wir. Tada! Stein, Kunststoff. Ne, soweit hatten wir, glaube ich, alles. Okay. So, kann es sein, dass man viel mehr Punkte jetzt bekommt beim Trinken und Essen? Dass es irgendwie ein bisschen fairer wird? Oh, du hast was gelernt. Vogelscheuche! Ist gerade aufgefallen, dass ich einen Nagel herstellen konnte. Nice. Oh, guck mal, da hinten sind, glaube ich, 4 Kisten. Siehst du das am Horizont? 4 Fässer. Miam, miam, miam. Schwupp. Kohlenstoff brauche ich ganz viel. Das, was der Harald Glöckler in den Lippen hat, das brauche ich auf dem Boot. Das brauche ich auf dem Boot. Ganz viel davon. Was der zwischen den Lippen hat? In den Lippen. Das ganze Kunststoff, das brauche ich. Oh, guck mal da, die Kisten. Oh, guck mal, Kai. Ui. Sprengstoff.
Schrott. Und Fässer. Voll mit Gold, bitte. Fast. So. Mit dem ganzen Schrott kriegst du auf jeden Fall jetzt hin, eine Nadel zu machen. Und dieser Nagel... Achso, ist schon erforscht worden. Ich bin immer ein bisschen einen Tacken zu spät. Sehr gut. Soll ich noch ein bisschen vergrößern? Das Schiff? Nach links und rechts? Das ist immer gut. So. Ich habe immer Angst vor der Möwe, ne? Dass sie runterkommt und dann in unseren Garten pickt. Aber das tut sie ja noch gar nicht. Ja, einiges auf der rechten Seite habe ich ja schon erspäht, aber auch auf der linken Seite muss noch was sein wegen den Knöpfen. Ich sag dazu einfach nichts weiter und ich freue mich auf Donnerstag oder wann auch immer, wenn es weitergeht. Hast du es zum ersten Mal gespielt, Stanley Parable? Ist ja was? Oha, cool. Oh, das hätte ich auch gern gesehen. Das Spiel ist super nice. Habe ich auch schon mehrmals gespielt. Ich glaube, alle Secrets habe ich noch nicht. Aber es ist ein ultra, ultra gutes Spiel. Ultra gut gemacht. Miam, miam, miam. So. Ich glaube, ich baue ein neues Lager noch. Ah, da ist das Sammelnetz, habe ich es gesehen. Ein Scharnier für ein richtiges Lager. Krass. Oh, Kunststoff brauche ich. Voila, Kunststoff. Kunststoff. Komm hier. So. Ah, schade. Okay, okay, so. Stimmt, wir brauchen noch ein bisschen, müssen auf unsere Werte achten. Bei mir sieht es soweit eigentlich nice aus. Hunger ist zur Hälfte gefüllt und Essen und Trinken zum Dreiviertel. Oha, da ist eine riesige Insel vor uns. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Brecher? Krass. Kann man da Urlaub machen? Ich habe uns mal einen Wurfanker gebaut. Ja, sehr nice. Oha, die ist ja riesig, die Insel. Meine Güte, die ist ja fast so massiv wie der Bizeps von dir, Kai. Mindestens. Hat nur wenig Bäume, hat meiner. Alter. Auch Seile für Sammelnetze. Gut, dass ich ganz viele von den Palmdingern habe. So. Einsammeln, jetzt kann ich sponsern. Dahin. Mm, oh, was? Junge, das ist eine riesige Insel. Holy shit. Ja, das scheint eine von den großen Inseln zu sein. Ey, Junge, was ist denn die. Wie groß sind die Möglichkeiten, dass man. Alter. Kai, das ist es. Das ist das Eldorado, was wir gesucht haben. Land. Das ist wahrscheinlich Tiere geben, aber wir können die noch nicht mitnehmen. Was? Oh, cool. Da rechts ist wieder ein anderes Floß zu sehen. Ganz ehrlich, Beck hat es schon gesagt, ich bleibe auf der Insel. Wir haben alles, was wir brauchen auf der Insel wahrscheinlich. Guck mal, wie viel Holz es da gibt. Allein die Möglichkeiten mit dem Holz. Bin begeistert. Aber wir sind Menschen, wir plündern das einmal weg und dann ist vorbei. Ja, das ist okay. Da zwei Seile noch. Ein Seil. Ich
brauche noch. Hast du noch ein Seil für mich? Oder zwei Palmblätter? Oh, da ist ein Anker. Aha. Günni, weg mit dir. Wir sind vor Anker gegangen. Hier? Dass wir gehen noch ein bisschen näher ran oder so. Ich hatte ihn gerade in der Hand, als der Günther kam. Oh. So, also wenn du jetzt abmachst, dann ist der kaputt und weg. Das war zu spät. Lustige Geschichte. Scheiße. Kann schon mal sein, immer brennt das Brot nicht. Oh, ich hab's geschafft. Wo ist eigentlich Jan und Titanquest? Ne, Titanquest egal, aber geht's Judy gut? Ja, ihm geht's gut, genau, Internetausfall. Ja, ob es ihm damit gut geht? Ich meine, kein Internet. Nee, gut gehen tut's ihm damit tatsächlich nicht, aber ja, wir geben unser Bestes. So, oh mein Gott, das Schiff ist am Wackeln wie blöde. So, Inselerkundung, yay! Large Landmass Ahoy. Wie cool ist das bitte, ja? Wow. Was haben wir denn hier? Blümchen. Blümchen schon wieder. Das können wir jetzt gerade nicht gebrauchen. Hm. Da hat er wohl Sabotage betrieben. Ja, Blackie. Hallo Bumblebee, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Ist das eine Höhle da? Hallo. Hast du vergessen, meinen Sport zu drücken? Das war super. Ich habe mein Zimmer umdekoriert ein bisschen. Ja, ja. Was hast du gesagt, Kai? Ich habe ein paar Mal vergessen, jetzt die Push-to-Talk-Taste zu drücken. Sehr geschickt. Ach so. Oh, was war das denn? Junge, das ist eine riesige... Wow! No, 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 no! Oh ja, der schmeißt Steine nach dir. Oh! Warum? Was habe ich ihm getan? Du bist in der Nähe seines Nestes wahrscheinlich. Ich will nicht! Junge, seit wann gibt's hier Endbosse? Das ist ein ganz normales Tierchen. Okay, etwas mehr als normal. Hast du gesehen, wie das auf mich zugeflogen kam? Das war das. Ja. Warum gibt's hier Wildschwein? Junge, hä? Das ist ein Wildschwein. Ja. Ey, das sieht derm gefährlich aus. Junge. Das will dir aufs Maul hauen. Auch mit dem Felsen? Ich sehe schon. Die Tiere hier haben verdammt nochmal ein Problem. Mit dem Inferno. Ich weiß ja was, ich gehe wieder runter von der Insel, das war's. Haut rein. Schönes Leben noch. Ne, das kann man nicht abbauen. Junge, bist du denn auch auf der Insel? Ich bin am Floß gerade. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich auf dem Floß sicherer fühle als auf der Insel. Oha, oha, ja, übertreib mit dem Wasser. Junge, der Wellengang ist aber auch vom FF, ne? Vom Feinsten. Kann ich trinken? Warum kann ich nicht trinken? Wahrscheinlich, weil ich... Ich habe es gerade leer gemacht und neues Salzwasser eingefüllt. Achso, ich hatte gerade einen Fehler, dass ich das Trinkwasser genommen habe. Wahrscheinlich im selben Moment wie du. Dann habe ich auf die Kartoffel gewechselt und habe das Trinken getrunken und habe Essen bekommen. Was ist das denn für ein wuchtiger Wels, Alter? Das ist Frühstück. Der ist ja mindestens 10 cm lang. Holy shit. Und ich sehe 10 cm. Und ich weiß, was 10 cm sind, wenn ich 10 cm sehe. Und dieser hier hat mindestens 11 cm. Und der riecht nach Fisch. Etwas, ja. Ah, da kommen so viele Erinnerungen auf. Essen ist fertig. Der Fisch ist so groß für den Grill. Ja, ja, ja. Ach, stimmt, ja. Da braucht man den modernen Grill. Hier, du brauchst einen, wie heißt das? Diese Grillmarke.
Nee, der große... Meine Angel ist kaputt und ich kann mir keine neue bauen. Dein was? Deine Angel? Dein Haken? Was? Pass auf, ich habe Seile. Zufällig hier einen Haken für dich. Günni, jetzt ist gut. Lass sofort los. So. Es ist nachts, ich habe jetzt Angst vor der Insel. Gut gemacht. Sammelnetz brauche ich ein bisschen Seil für. Für Seil habe ich kein Palmblatt. Ja, ich würde sagen, du willst auf die Insel. Okay, du willst auf die Insel. Du hast hey, da ist ein Wunder. Ja, ich... Oh. Der greift tatsächlich an. Oh ja. Es gibt richtig leckeres Fleisch, Junge. Oh Gott. Greift's mich an? Oh, aua. Verdammtes Biest! Au! Jawohl! Hinter Stein! Ja, sehr gut! Nom nom nom! Krass! Was hat's gebracht? Zwei Fleisch, drei Leder. And what does it cost? Und ein Hut. Nice. Der schmeichelt dir. Sieht besser aus als vorher. Ja, sehe ich wieder unrasiert aus. Aber das Fleisch ist schon mal nice. Wahrscheinlich kannst du das auch nicht auf dem kleinen Grill machen, aber das sehen wir dann später. Kaisig gekämmt, ja. Ich würde tatsächlich mal eben kurz gucken, dass ich noch ein Paddel mache. Um uns da rauszupaddeln. Oder willst du noch einmal auf die Insel gehen? Obwohl, jetzt ist das Schwein ja kaputt, ne? Ja, wir können mal gucken gehen. Ja, wir gucken noch mal. Einfach die heftigste Insel. Das sind, glaube ich, Blümchen. Ja. Oh, da unten ist so ein Korallenriff, glaube ich. Oh, hier ist Ananasch. Oh, lecker. Wenn du was findest zum Essen, gönn dir ruhig, ne? Ich glaube, das ist ein Hirsch. Da ist ein Hirsch. Kai, ich habe einen Hirsch gefunden. Du bist gemutet, falls du was sagen willst. Nein, ich werde gerade gefressen. Von wem? Günther. Von dem O. Was hast du getan? Oh Gott, hier ist eine Höhle. Oh, ich brauche eine Schaufel. Oh no. Oh, Höhlenpilze. Ja, lecker. Nehme ich. Oh, hier sind Schätze. Ich würde einmal abtauchen und noch einen Sand holen für einen Trockenziegel. Metallbaren Dekoration. Ich habe so viel gerade gefunden hier. Scheiße. Bring alles mit. Ich muss einmal zurücklaufen. Ich hoffe, dass die spawnt nicht. Wir haben nichts zum Lagern. Fuck. Shit. Warte, was mache ich jetzt? Metallbarren, Planke, Scharnier. Oh, das Scharnier für das große Dings. Oh, scheiße. Schmeiß die Blumen raus. Ja, ne? Das tut mir jetzt leid, ne? Oh, Deko-Paket, Moment, das nehme ich noch mit. Wie ist denn das? Also. Das direkt auspacken. Einmal können wir unsere Flagge hissen und zum anderen können wir einen Kerzenständer nutzen. Hihi, du hast Kerze gesagt. Das kommt manchmal so über mich.
So. Igitt. Hier, weißer Samen. Wäre das was für dich oder? Eher nicht so. Ich hab noch, danke. Oh, scheiße. Okay. Hier ist die. Brauner Samen. Was hast du? Ja, nichts. Also ich werde auf jeden Fall, ich bring dir weißen Samen mit. Du hast auf mich den Eindruck gemacht, als würdest du weißen Samen haben wollen. Hast du zufällig eine Schaufel? Nee, ne? Nope, mir geht das Material für den Speer aus. Günther habe ich gerade noch vertrieben, aber nochmal schaffe ich es nicht. Okay. Also ist jetzt tot? Nö, nur vom Floßklammer vertrieben. Ah, okay. So, weil da, wo das Wildschwein herkam, gibt es irgendwo, wenn du ein bisschen weiter läufst, kurz bevor der Hirsch kommt, nämlich eine Höhle. Und da sind noch richtig nice Sachen. Bring den ganzen Shit jetzt mal her. Ich brauche aber noch ein Palmblatt. Hast du das zufällig? Nee, gar nicht. Oh, scheiße. Wo ist das Floß? Ah, da hinten. Ich dachte gerade. So, ich guck mal gerade, ob da irgendwo ein Floß gespottet. Da hinten ist ein Floß, ja. Mein Palmblatt gespottet wird. Aber du hast schon alles hier weggemacht, ne? Du hast schon alles weggesäbelt. Die zweite Kiste gebaut. Sehr gut. Ah, das ist so mies, ne? Ich kann auch eine zweite Kiste bauen, dafür brauche ich aber einen Kunststoff. Oder ich kann ein Lager bauen, so eine Lagerkiste. Braucht dafür aber ein Seil. Oder hast du vielleicht ein Seil über? Nope. Shit. Das ist halt so traurig, ne? So, aber ich könnte, glaube ich, den Metallbarren erforschen. Jawohl. Schaufel. Perfekt. Das ist lecker. Guck mal, was wir jetzt können. Shiny. Ich hole die Schaufel. Weil in der Höhle brauchte ich diese Sachen definitiv. Oh, stationäre Anker jetzt auch. Schere können wir auch machen. Geile Äxte. Theoretisch, wenn wir das Metall hätten. Netzwerfer. Oha, sogar Netzwerfer. Was man alles machen kann. Netzwerfer brauchst du, um Tiere zu fangen. Was macht der weiße Samen, fragt Mary. Willst du das erklären oder? Velo sagt Babys. Aus weißen Samen kriegst du weiße Blumen. Ist jetzt sehr politisch ausgedrückt, ja. Kai spielt nicht mit. Kai will an seiner Integrität arbeiten. Ja. Ich will doch nicht bei Mary bleiben. Oh, guck mal, ein Bauplan. Kann man den nicht am Forschungstisch machen, oder? Den kann man wahrscheinlich sogar wegschmeißen, aber ich behalte diese trotzdem nochmal. Ich probiere es mal gerade. Ach, das hast du ja schon Ah, so meinst du das. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, wir haben den bekommen und irgendeiner hat den ins Inventar bekommen von uns. Korrekt, ja, dann verstehe ich's. Dann packe ich meine Sachen auch mal mit ins Lager rein, dann kann ich ein bisschen was sparen. An Materialien, oh, sogar einen Bauhammer haben wir über. Babys sind doof und laut. Ja, das fühle ich, Mary. Das fühle ich. Dafür machen sie warm, nachts ohne Windel im Bett. Das stimmt. So, ich tue mal kurz die Samen hier hin. Ich gehe mal kurz mit der Schaufel nochmal in die Höhle, weil da waren so Erdhügel. Da kann ich, glaube ich, Ton rauszupfen. Buddel mal. Vielleicht kriegst du eine Schatzkiste. Oh, das wäre nice. Ich mag Babys, wenn sie nur ein oder für zwei Stunden zu Besuch sind. Nee, ich mag Babys, wenn sie 18 sind und aus der Wohnung ausziehen und arbeiten gehen. Das sind Babys ganz cool. Ich würde die Mangobäume auch noch kloppen wollen. Und der Hirsch, der hier hinten ist, vielleicht... Meinst du, ich krieg den Hirsch? Könnte ich ihn fetzen? Möglich, vielleicht mit einem Bogen. Ach, das sind Ziegen, das sind keine Hirsche, das sind Ziegen. Nee, dann fetze ich die nicht. Ich kenne nämlich das Wesen. Die kann man fangen mit dem Netzding. Ah, aber wahrscheinlich wollen die auch dich ein bisschen zurecht meckern. Ziegen, ja. Okay, hier, Schaufel. Schmutz. Ah, ich habe Schmutz aufgesammelt. Toll, oder? Schmutz. Guck mal, wie viel Chio ich hier finde. Bisschen Chio mit Schrott. Oh, guck mal, ich habe Chio mit Nagel gefunden. Toll.
Ich habe einen Händler gefunden. Ein Händler? Wie geht das denn? Hier oben ist ein Händler. Auf dem Berg? Ja, und der Kackvogel schmeißt weiter Sachen auf mich. Ich wollte gerade sagen, du bist doch voll gefährlich, pass auf. Du meinst einen anderen Menschen? Nein, nur eine Registrierkasse. Oh, das wäre aber so cool, ne? Ich glaube, ich bin an der Stelle, wo der Vogel mich angreifen wollte und sich einen Stein gemopst hat. Ich würde mal so einen leichten Rückzug wählen wollen. Dort ist, glaube ich, Aloe Vera. Ne, ist, glaube ich, Blumen. Okay. Okay, man muss hier Müllwürfel abgeben, um da was zu kriegen. Ah. Okay, Ravo, bis gleich. Oh, scheiße. Ich brauche Wasser. Fuck, daran habe ich nicht gedacht. Ah, shit, nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Vergiss das Feuerzeug nicht. Ah, shit. Tisch wird eng. Komm ich da herunter? Ja. Glaubst du, dass noch Wasser drin ist in dem Dings, in dem Wasserspender? Bestimmt. Also ich fülle den immer auf, wenn ich den leer mache. Okay. Ja, es hat funktioniert. Dankeschön. Wow. Dieser Vogel vermisst auch hier richtig diese Inselerforschung. Der so Günther der Lüfte. Gebackene Kartoffel. Lecker, lecker, lecker. So, mit Schmutz lässt sich... Ach, guck mal, ich kann Scharniere damit bauen. Das ist ja cool. Kann ich denn mit Schmutz bitte Scharniere bauen? Ja. Schmutzscharniere? Anscheinend. So wie es aussieht. Interessant. Man lernt ja nie aus. Und ich bin ganz kurz AFK, Leute. Ich bin sofort wieder da. Der Dave ist weg. Der Dave ist weg. Lalalala. Und hier vom riesigen Kondor verfolgt, der Steine nach mir schmeißt. Außer ich mich verlaufen. Wie wär's mit Braunbärt? So, ich bin wieder da. Ich komme zurück. So. Ich habe eben mitbekommen, dass meine Freundin Essen bestellt hat. Da wollte ich ihr etwas klauen. Warst du erfolgreich und fällt dir es an der Hand? Naja. Sag mal so, ich habe große Schmerzen.
So, ich muss mich jetzt dringend um Essen und Trinken kümmern. Ich sag mal so, um Trinken kann ich mich kümmern. Wie sieht's aus, Kai? Hast du noch Nahrung dabei? Ja, ich habe ordentlich was geplündert. Okay. Oben beim Händler? Auch. Ich finde den Namen eine gute Idee, Mary. Wie gesagt, mein Stuhl braucht einen eigenen Namen. Wenn ich weg bin und noch mein Stuhl zu sehen ist. Mary hat gesagt, Julio de Studio. Das ist my kind of humor. Sowas vibe ich. Keine Palmblätter, gar nichts. Und da kommt Günni schon wieder und er sieht so hungrig aus. Geh weg, Günni. Geh weg. Ich kann immer auf der anderen Seite der Insel tauchen und Sachen jetzt abbauen. Und das ist gut, aber ich glaube, er ist gerade losgeschwommen irgendwo hin. Ah, ich muss eine Angel machen. Ich komme nicht drum herum. Shit. Oh, ich habe kein Seil dafür. Oh, ich bin wahrlich gezeichnet vom Leben. Das ist auch mein Problem. Immerhin lebst du noch. Nicht mehr lange. Metalldinger habe ich nicht mehr, ne. Den Wels, das funktioniert auch nicht so leicht. Nee. Wir müssen schnellstens irgendwie weiter. Sonst halte ich nicht mehr lange durch. Geht klar. Ich versuche irgendwie zurückzukommen. Okay. Den Nägeln hatten wir ja. Was brauchten wir denn hier noch? Achso, ein Bienenglas, Kletterpflanzenglibber, Feder, Trockenziegel. Oh ja, Trockenziegel auch ganz wichtig. Leiter. Da brauchst du einen nassen Ziegel für. Genau. Wolle, Glas, Kupferbarren. Oh, Riesenmuschel, auch nicht schlecht. Feder brauchen wir, das habe ich jetzt schon gemerkt. Feder wird öfter gebraucht. Ja, überall Feder. Feder, Feder, Feder. Dafür musst du Möwen klatschen. Wolle auch ganz viel. Ein Ei auch. Aber eher Federn und das mit den Ziegeln ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Auch Günni. Du musst unter der Schraube Sand und Lehm zusammentackern. Da kriegst du einen nassen Ziegel, den musst du auf den Boden legen. Sand und Ton haben wir aber nicht, ne? Wir haben, glaube ich, nur Sand. Doch, wir haben. Ne, nur einmal Sand. Ha, uns fehlt ein Sand. Schön. Bravo, herzlich willkommen zurück. WB Ravo. WB Ravo. Tja, ich werde gleich sterben, scheiße. Shit. Feuer, was ist das? Feuerholzständer? Ja. Schön. Kannst du ein Bett bauen? Warte. Einfaches Bett? Nein. Was passiert mir dann jetzt? Du kippst um und ich muss dich auf ein Bett legen. Oh oh. Oh Gott, es geht mein Leben runter. Vielleicht schaffen wir es noch, aber ich brauche dich dringend hier. Ich renn schon zurück in die Richtung, wo du hoffentlich bist. Hast du denn was Rohes auch dabei, was ich essen könnte? Ja. Dann könnte es hinhauen. Das Problem ist, ich bin, glaube ich, schon irgendwann am Boot vorbeigelaufen, ohne es zu merken. Oh, das glaube ich nicht. In welche Richtung ist der Mond von dir aus gesehen? Oh Gott, ich bin da runtergefallen. Ah, Dreck. Warte. Der Mond ist... Ich sehe keinen Mond. Doch. Der ist hinter der Insel. Fuck, bin ich auf der falschen Seite.
rechts, also rechts hinter der Insel, ganz rechts am Rand. Wenn ich vom Boot auf den Mond gucke, habe ich die rechte Seite der Insel. Da bin ich wohl eben ganz knapp an die vorbeigelaufen. Ich komme zurück. Genau. Jetzt erhebt sich gerade der Mond über die Insel bei mir, also über den rechten Teil der Insel. Erhebt er sich jetzt gerade. Ah, perfekt. Dann bin ich auf dem Weg. Ah, da. Oh, ne, es war der Vogel. Oh Gott, ich sehe einen Vogel. Ja, das sind die mehr. Ich sehe dich. Bist du. Oh Gott. Ich komme dir entgegen. Oh Gott, ich habe nicht mehr viel Herz. Es ist noch sehr wenig. Uhuhu, das wird eine knappe Kiste. So. Du her. Ich habe gerade anders rausgeworfen, sie ist despawned. Ich glaub's ja wohl nicht. Nee, die ist runtergefallen durch das Wasser. Das wird wieder hochgetrieben. Aber das hat mir trotzdem das Leben gerettet, danke. Das war knapp. Nee, die Ananas ist weg. Ich habe dir 5 Ananas hingeworfen. Oh, what? An dieser Stelle hast du mir die geworfen, ne? Ja, und sie sind weg. Ja, die fallen da runter, weil eigentlich die... Hier unten ist der Boden, das heißt, die müssten hier dem Gebiet sein. Ah, shit. Ja, weg hier. Oh. So. Okay, und Abmarsch. Gut, brauchst du auch noch was, Melone? Ich hab noch Kartoffeln. Okay. Dann lass uns eben schnell Essen machen. Hier ist Süßwasser. Achso, ich kann es jetzt nicht anbieten, ne? Ah, shit, warte mal. Fast Wasser habe ich noch. Lass uns erstmal hier wieder weggehen, dass wir Material sammeln können. So, schwupp. Jetzt werden wir halt irgendwo... Oh, du musst uns wegpaddeln. Ich hab leider keins mehr. Warte mal. Paddel. Ne, mir fehlt dafür Kunststoff. Aber wir haben ja, glaube ich, hier Kunststoff, ne? Hier in der vorderen Kiste. Jep. Oh Gott. Oha. Mein Speer ist kaputt. Ich habe noch geschlagen. Raus hier. Ich komme nicht raus, oder? Oh, ich drehe mich. Ah, doch, es geht, Stückchen für Stückchen. Na komm schon. Wir hängen am Strand fest. Sag mir, wenn wir raus sind. Nö. Der Wellengang hoch ist, dann hoffe ich, dass ich so mich rausziehen kann. Wenn du was Kunststoff hast, mache ich auch ein Paddel. Ich habe noch was. Warte. Oh, ein bisschen haben wir uns aber bewegt. In die Richtung dann. Ja, yeah, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben es. Yep, jetzt müssen wir einfach nur noch ein bisschen in die Richtung hier. Oh, was ein Krampf, ne? Jo. So. Was habe ich jetzt schon wieder? Ich habe Hunger. Immer hat der Dude Hunger. Das gibt's doch nicht. So. Oh, Wiese. Und Trinkglas. Ach, cool. Was hast du denn da für Sachen gehört? Ich habe ein Glas gefunden, habe ich gerade gesehen. Nice. Oh, das finde ich sehr cool, ja. So, bräuchten wir vielleicht ein Segel, ne, als nächstes. Wimpel und Segel. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir uns in Zukunft ein bisschen... Lisa, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Ich hörte Rune letztens einen Clip mit den alten Namen gesehen, Ravo Erwa, und er war voll... Das war voll ungewohnt, ja. Auf jeden Fall.
So. Ich glaube, ein bisschen müssen wir noch paddeln, oder? Oder meinst du, das geht in die richtige Richtung gerade? Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt in irgendeine Richtung geht gerade. Hör doch so ein bisschen. Ich habe gerade keinen Sound. Also keinen Ambient Sound. Außer das Plätschern von dem Dings. Ja, der kommt und geht. Okay. Alles gut bei dir, Lisa. Es ist so weird, den richtigen Namen zu nennen. Ich mach das bei fast niemandem, außer bei Jan tatsächlich. Aber auch nur, weil er es verdient hat. Ja, mich spricht der Name ja auch immer an. Stimmt, ja. Aber das liegt daran, weil ich euch vor euren Namen kannte. Also vor euren Twitch. Wir brauchen Segel, wir brauchen Angel. Ja, wir brauchen eine ganze Menge. So, aber jetzt sind wir wieder auf der See. Offenbar geht's jetzt weg von der großen Insel. Da hinten ist der kleine, da ist der Arthur, der fliegt da rum. Der kleine Drecksack. Der hätte ich ja ganz schön auf Trab gehalten, wa? Ziemlich. So, wird's wieder Zeit für Planken. Für Palmwedel. Für Kunststoff. Endlich, endlich, endlich. Es regnet. Kai, es regnet. Was sollen wir tun? Kopf in Nacken, Asang trinken. Oh ja. Wie beim Zahnarzt. Ich möchte keinen Bohrer schlucken. Ja, da muss man sich halt ein bisschen zusammennehmen. Ich habe das letztens gelesen von einem, der hat beim Zahnarzt tatsächlich, da ist der Bohrer rausgefallen und ein bisschen Lunge runtergerutscht. Oh nein. Aber das Ding ist nicht mehr an, oder? In dem Moment, wo er abfällt. Nee, der Bohrkopf ist halt rausgefallen aus dem Bohrgerät. Ich glaube, der Bohrer an sich ist teuer, oder? Ja, du möchtest den Ding auch nicht in der Lunge stecken haben. Ja, das kommt auch noch dazu. Günther Etiek. Nein. Hol ihn dir. Yeah. So. Wir den kleinen Typen gesnackt, den Günni. Ich wollte gerade sagen, der sieht schon ziemlich kaputt aus. Ja. So, Achtung, Fässer hinter dir. Schrott und Seil. Warte, Schrott. Ja. Yeah. Ja, Seil brauche ich halt noch ein bisschen. Oh, da soll es sogar gehen. Ah, ein Seil. Ich muss ausnutzen, dass der Günther da ist. Richtig. So. So viele Fässer und Kisten gerade. Ja. Uff, endlich. Weg damit. So, geerntete Rübe. Essen. Und jetzt das Haifleisch. Nice. Ich habe jetzt endlich eine große Tour gemacht. Please, David Kai. Maybe, mal sehen. Stimmt, wie geht's dir denn, Potterchen? So, schon ist doch kein Backel. So. Ich könnte noch... Ich kann
wahrscheinlich sogar noch ein weiteres von diesen Lagertruhen machen. Wäre das etwas Erstrebenswertes? Irgendwann braucht man ganz viele Truhen. Reiniger? Ne, dafür brauchen wir Glas. Die Grille. Ah, ne. Wiese ist zum Anbau. Gras für meine Tiere. Ne, das wollen wir nicht. Den Tieren soll es ja nicht besser gehen als uns. Angel hast du jetzt inzwischen? Eine Angel habe ich, sogar eine Metallangel. Oh, nice. Sehr gut. Ansonsten, ja, dann kümmern wir uns jetzt einfach mal um das Segel. Dass wir das kriegen. Hier kommst du wohl. So, ein paar Fässer kommen gerade an. Ein Segel. Ich brauche noch ein paar Palmblätter. Ein paar viele tatsächlich. Zehn habe ich schon. Nice. Wenn du mir die 10 gibst, kann ich das Segel, glaube ich, sogar direkt machen. Gegenfrage, haben wir Platz für ein Segel? Das ist eine sehr gute Gegenfrage. Warte kurz. Nein, leider nicht. Wir könnten hier hinten eine weitere Linie machen, aber dafür fehlt mir der Kunststoff. Hast du noch Kunststoff und Platten? Planken? In der großen Kiste. Geil. Weil dann mache ich nämlich eben noch eine weitere Fuhre. Moment. Was ist das hier? So, oh, ein Tisch. So, eins gebratener Hai. Wie sieht dein Hunger aus? Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hast du noch Planken zufällig? Jetzt kannst du auch das Ruder, das Segel, glaube ich, machen. Nice. Dann tue ich nämlich meine Sachen nämlich auch mal rein, damit wir das ein bisschen kommunistischer führen. Bis auf Nahrung, die ich mache. Na, ich brauche so Futter nicht. Geh sonst gleich drauf. Achso, dann bedien dich. Ich warte auf den Haihappen. Reintun. Alles klar, Mary, bis dann. Mach's bis dann, Mary. Gut. Danke fürs dabei sein und so. So. Ich packe jetzt einfach mal die ganzen Baukomponenten alle in das in die große Truhe. Und dann habe ich noch so ein bisschen die Blumen und so, die Restziele sind in den beiden kleinen Lagern. Günni ist zurück. Gott, wir haben Dings verpasst, ne? Fässer. Eins, okay. Ein Fass. Singular. Okay, ist auch, als wenn du gerade irgendjemanden... So, komm schon. Ja. Hier, Haifleisch ist fertig. Kann direkt ein neues drauf tun. Ah. Besser, oder? Viel besser. Okay, Potterchen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Oh, Potterchen. So.
habe jetzt noch ein Haifleisch und zwei Kartoschkis. Ich brauche jetzt das Segel. Ach so, ja, ja, unbedingt. Yeah. Planke, Seil, Nagel. Okay. Planke, Seil, Nagel. Ist jetzt gut. Sogar an dem Seil hier außen zu kauen. Tick's ja wohl nicht sauber. Wie viel krieg ich denn noch hin? 4 von den Fangnetzen könnte ich bauen, wenn ich jetzt noch genug Seil und Planken bekäme. Aber da müssen wir noch warten. Hast du genug Zeug für einen Anker? Ein Anker? Nee. Mir fehlt ein Seil und 4 Stein. Du hast so ein Seil? Hab ich, liegt in der Kiste. Achso, warte. Das ist da. Seil, Stein. Planke. Wurfanker kann ich machen. Genau, dass wir hier an der Insel einmal Halt machen. Yep. Kann ich hier baut, falls du brauchst. Oh, dann lass uns vor Anker gehen. Ist die Insel dran. Also, warte, wir fahren gerade vorbei. Vor Anker geht. Wir stehen. Genau, gönn dir noch. Dann plündern wir die Insel. Ja. Überfall. Au. Ah, Günni, hör auf. Er hat mich gebüßt. So. Attacke. Ich glaube nicht, dass du es gegen ihn schaffen könntest. Ich habe ihn schon mal gekillt. Aber der ist gerade frisch gespawnt, ne? Ja, boah, ich habe einen zweiten Speer oder dich zwischendurch. Frechheit. So ein paar Bugs hat er zwischendurch, ne? Obwohl ich was trinke, füllt sich nicht immer die Trinkanzeige. Echt? Mhm. Ich glaube, bald habe ich ihn. Oder mein Speer ist hin. Hol mal das Holz von den Bäumen. Jupp, mein Speer ist hin. Ich kann noch einen Schlag, glaube ich, mit meinem Speer machen.
Ja, ich brauche Seil. Kokosnussbäume, sind das so ein Gamechanger später? Ist das lohnenswert? Ja, da hast du immer Holz auf dem Schiff, wenn du die anbaust. Nice. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, geil. Kokosnussschlagrezept. Schön. Oh, sehr gut. Ich liebe Kisten. Hast du noch Palmblätterseile über für mich? Leider nicht. Ich bin gerade dabei, die Bäume hier wegzuschlagen. Danach könnte ich was überhaben. Ich doch nicht. Ich sehe viel Seil in dem Inventar. Da stehe ich natürlich jetzt sehr blöd da, ne? Der macht das Floß kaputt. Ach, der hört da nicht mehr auf? Ne, natürlich nicht. Oh nein. Er lebt ja noch. Und ich habe keinen Speer mehr. Drecksack. Er ist weg. Ja, hat er das Plättchen kaputt geschmissen. Scheiße. Hier, hilft das? Besten Dank. Jetzt eins am anderen. Palmblätter. Ich bin feiern. Den Short, oh Gott. Willst du mitmachen? Nee, ich bin bei sowas ganz schlecht. Ich habe 5 Kokosnüsse, 2 Melonen und 2 Ananas. Vielleicht hilft dir das später. Oder spornt dich an. Ob ich jetzt das Vegetarische esse oder den Hai? Ja, genau. Bolzen habe ich leider nicht. 2 Seile wären nice. Yes. Ich glaube, andere Bäume gibt es nicht mehr. Schade. Aber es ist doch blöd, dass ich mir die aus diesen Palmwedel-Dingern, also dass ich mir die Palmwedel nicht da looten kann von diesen großen Büschen. Die halt literally aussehen wie Palmwedel. Weißt du, was ich meine? Günther ist tot. Ja. Günther ist tot. Ja, wir können den Meeresboden plündern. Jawohl. Auf geht's. Was haben wir denn hier so? Gar nichts. Noch sehe ich nichts. Siehst du schon was? Ich mache das Inventar leer. Achso. Ist ja gar nichts. Why? Ah, doch, hier hinten ist was hinter der Insel. Oh, damn. Na gut. Steine. Das sieht aus wie Eisen. Beziehungsweise Schrott, okay. Muschel. Riesenmuschel. Ja. Was haben wir hier? Ton. Ne, Sand wäre nice, da brauchten wir noch, ne? Für den Nassziegel. Genau. Sand und Lehm. Aber ich finde nur Ton und Stein. Wie erkenne ich denn Sand? Der ist sandfarben. Ah. Ist das das Erz? Oh wow, jetzt willst du einen Bauhaken? Ah, danke und Kumpel. Ich habe keinen Bauhaken. Ich raste aus. Oh wow. Also hinter der Insel gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Schaut, da bin ich dann auch. Okay. Jetzt erstmal wieder zurück. Okay, Bumblebee, dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß, einen schönen Abend noch. Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Bumblebee. Tschüss, Bumblebee.
Kunststoff war das, ne? Scheiße. Das ist nicht gut. Oh, Kupfer habe ich aber gefunden dabei. Sehr schön. Das finde ich wieder gut. Kann ich die öffnen, die Muschel? Nee, die kannst du erforschen. Oh, ja, ich will die Muschel erforschen. Kann ich ein Vogelnest mitbauen? Lass mich von Haien in den Hintern beißen. Ja, darauf lege ich es an, tatsächlich. Das ist so mein Kink. So. Von allem nur eins, wäre super. So, und nochmal essen, wäre toll. Was trinken wäre auch geil. So ist es. Den Schrott brauche ich nicht. Was ist denn mit der Schere? Unwichtig. Oh, Seil wäre jetzt nice für den Bolzen, ne? Wo wollte ich denn das überhaupt her? Ich hab einmal einen Bolzen dabei. Jetzt habe ich keinen mehr. Ah, lol, okay. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Das wäre ziemlich cool. Ah, okay, ja, wenn ich die Truhe aufhab, dann verbindet sich mein Inventar mit dem mit der Truhe und daraus kann ich etwas herstellen. Das ist das ist ziemlich smart, muss ich sagen. Sehr cool. So, wir brauchen einfach noch ganz viele Seile, dafür haben wir aber nicht so viel. Nägel. Einmal, komm, aber das war's dann auch schon. Was bräuchten wir noch? Das Bett vielleicht, oder warum wir Palmblätter? Netzwerfer, nicht so wichtig. Oh, Metallspeer? Nö, nicht machbar gerade. Nasser Ziegel auch nicht, da haben wir einfach gar nichts für. Wow. Weil ich zwei Nasser Ziegel gerade hergestellt habe. Ah, schön, cool. Never mind, vergiss, was ich sagte. Was ist mit der Anbaufläche? Wollen wir uns darauf mal konzentrieren ein bisschen? Gerne. Ich kann eine mittlere Anbaufläche machen, ne? Die, ja, warum nicht? Oder kleine. Was muss man denn machen? Sachen reinpflanzen, gießen und vor Vögeln beschützen. Ich mach mal eine mittlere und ich mach mal eine kleine. Hast du zufällig noch etwas, hast du ein Seil über, zufällig? Nee. Schade. Das kleine bräuchte ich. Ankerlicht und weiter? Ja, können wir gleich mal versuchen. Ich guck mal gerade hier, ob ich's. Ich würde es eher ein bisschen drehen wollen. Das ist schwierig wegen Günni, ne? Und sollen wir vielleicht doch erst erweitern und dann platzieren. Ja. Müssen halt schnell sein, ne? Aber die Anbaufläche ist halt auch sehr wichtig. Moment. Doch, hier kann ich sie eigentlich hinpacken. Ich probiere es einfach mal. Wenn Günni dazwischen kommt, dann ist es halt so. Und zwar will ich es hier hin tun. Moment, du musst ein bisschen auf Seite. Genau. Tada. So. Das sind zwei Anbaudinger. Die Frage ist jetzt, wofür? Für Kokosnuss geht's wahrscheinlich nicht. Nö, du kannst aber alles andere reinstopfen. Melonen hätte ich gesagt, oder? Dann eine Melone und dann kann ich direkt gießen. Guck, ob das funktioniert. Ja, tatsächlich. Oh, schön.
Weil Melonen geben ja auch, glaube ich, die Melonensamen wieder mit. Kann das sein? Vielleicht. Hast du noch Planken? Wir haben nichts mehr im Feuergrill. Ja, sorry. Kannst du das jetzt in der Zwischenzeit nehmen? Das hier auch noch von mir. Damit sollte es erstmal gehen. Perfekt. So, dann mache ich den Dings wieder weg, den Anker. Jo. Alles klar, dann go. Gib ihm. Dann müssen wir das Ding jetzt einmal schön expandieren. Das Boot, ne? Oder expandieren lassen. So, mein Speer ist gerade kaputt gegangen. Plank und Seil, ja. Kümmere ich mich jetzt drum. So. Schade. Siehst du, weil die Sachen, die nämlich schräg rankommen. Oh, ich glaube, wir haben eine. Nee. Aber wir das Boot gerade nicht drehen können, das ist das Problem. Deswegen finde ich dieses. Deswegen finde ich dieses. Gerade drehen. Ach so, ja, deswegen fand ich diese X-Formation finde ich eigentlich immer sehr sinnig, weil du beschneidest dich zwar ein bisschen, was den Bau angeht. Ist aber auch eine Ressourcenverschwendung. Du kannst das Schiff später drehen, dann kannst du wieder gerade schwimmen. Okay. Sonst würde ich einfach sagen, hauen wir den Wind in die Richtung, wo unsere. Kommt wieder eine große Insel. Alter. Ich kann den Karkvogel schon sehen. Das war doch die, wo wir eben waren, oder? Es gibt mehrere von diesen Scheißvögeln. Echt? Haben wir echt so viel Glück? Ist ja Wahnsinn, ey. Wir sind ja. Wir haben uns komplett unterschätzt. Oh, so viel Kunststoff. Ich will haben. Das Fass will ich auch. Das Fass da hinten will ich auch. Komm mal ran. Und schmelze. Nice. Ich verstehe nicht viel von Raft, aber Schmelze ist ein gutes Zeichen. Und so ein Water Purifier ist nice, um. Achso. Um. Sag schnell. Um permanent Wasser zu bekommen. Genau. Cool. Also dann kannst du halt größere Mengen kriegen. Mhm. Oh Gott. Ah, schade. Plange. So, ein bisschen was. Stimmt, jetzt sehe ich den Raben auch. Mistvieh. So. Ah, Melonen sehen schon mal gut aus. Das war ein bisschen Verschwendung. Du siehst das Ziel vor Augen, wa? Du siehst es. Das willst du haben, das ein Ding Anker? Da. Hm? Haben wir nur einen Anker? Noch nicht, nein. Do we need a new anchor? Oh. Let's go. Then I will do a new anchor. I need 2 stones und 3 Seils. Perfect. Now I have everything to make an anchor. Anker ist mal. Oh Gott, ist das eine riesige Insel.
Halleluja. Alter. WB Rabo, willkommen zurück. WB Rabo. Aber hier hast du so eine schöne Bucht, ne? Guck mal, sieht da richtig sweet aus. Ja. Oh nein, scher dich weg. Ich wollte ja meine Melonen. Dann schmeiß den Anker mal raus, bevor wir in dieser Bucht festhängen. Ey, wo kommst du denn her? Scheiße. Vergessen, mir ein Speer zu machen. Sehr vor ein Nitsam Seil. Now I'm able to craft a Holzspeer. To give Jürgen something up his nose. Ob Maul. Ob Maul. Okay, gute Nacht, Melo. Gute Nacht. Mach's gut. Tschüss. Rote Beete hatte ich jetzt auch noch bekommen. Oh, das gibt's ja nicht. Husch dich. Ich dachte, das wärst du. Ich geh mal in Land. Dann habe ich die schlafende Katze bekommen. Was gehst du an Land? Ach so. Ein Wildschwein und ein Alpaka. Oh Gott. Pass bloß auf. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht Velo aus entweder TwitchCon ist oder aus einem Hype Train oder so. Könnte das sein? Tja, jetzt bin ich von dem Wildschwein eingekesselt und habe keinen Speer mehr. Komm schnell hier hin. Rette dein Leben. Ja, Holzbadewanne. Wenigstens noch was Wichtiges gelernt vor dem Ableben. Ich war zwischen Wildschwein und Hai. Super. Du schaffst das. Ich sehe dich da. Oh, da hat ja, ich ziemlich weggeschnetzelt. Ich feuer dich von hier aus an. Yay. Hatte ich gesnackt? Ja. Yep. Jetzt brauchen wir ein Bett und du musst mich da reinlegen. Einfaches Bett, Palmblatt und Nagel. Momentchen. Das könnte ich leisten. Einfaches Bett. So. Einfaches Bett bauen. So. Ich kann mich hinlegen. Ich lege mich mal hin. So, ich muss dich jetzt aufgabeln, alles klar. Shit. Kann ich dich dann irgendwie aufnehmen? Nee, oder? Ja, du kannst mich mit E, wenn ich nee bist, in die Hand nehmen. Genie, lässt es wohl sein. Wenn der auf dich zuschwimmt und das Maul aufmacht und dann nur den Speer reinsteckst, dann tut der nicht weh. Das war knapp. E, finde ein Bett. Ah, ich bin hingelegt. Okay, ernsthaft. Jetzt aber. Rettungsmission. Da 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 da.
Es ist so dunkel, dass ich mir auf dem Bildschirm gar nichts sehe. Ah, Günni, hör auf. Oh, ein Magen. Ein was? Ein Magen, ich weiß, wo ich bin. So. Tada. Danke. So. Genau, stärk dich mal. Oh, ist jetzt gut. So. Moment. Das Kopfkissen ist toll. Ein Plastikcontainer mit einem Küchentuch drauf. Das klingt so weich. Der was? Das Kopfkissen von dem Ding. Oh ja. Hast du ein Speer? Dann können wir ein bisschen Haijagd machen. Ich habe ein Speer tatsächlich, ja. Ich würde noch mal kurz was bewässern wollen. Oh ja. Außerdem wäre ich eher dafür, dass ich an Land gehe. Ich wollte Holz hacken. Wir brauchen nämlich dringend Planken und Palmwedel. Dann geh an Land. Ich würde gerne an Land springen. Hui. Dann passe ich hier auf, dass keiner die Pflanzen frisst. Yes. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Ein Alpaka. Ich hoffe, die spucken mich nicht an. Ja, so weit geht's ja noch. So, den kann ich nicht netzeln, den auch nicht. Oh, scheiße. Der Vogel. Aha! Unverschämtheit. Dass er immer direkt mit Felsen wirft, ne? Da kennt er nichts. Ja, es ist eine Art von Bewältigungstherapie. Aber ich habe keine Lust, der Proband zu sein für solche kleinen Experimente. Ja, ich sehe dich, Kollege. Mach, dass du wegkommst. Oh. Da leuchtet was. Das ist ein Häuschen, was leuchtet. Oh Gott, es wird von dem Wildschwein beschützt. Nee. Das ist der Händler. Shit. Okay. Oh. Aha. Oh, voll. Immer ich anstürmend zur Seite gehen und dann reinstechen in die Seite. Oh. Ungut. Oh. Nein. Das machen wir hier nicht. We don't do that here. Nein! Auch verschwinde! Es verfolgt mich. Wow. Auf dem Weg. Das verfolgt mich ja wirklich. Aha, jetzt haut's ab. Ey, der Hai beißt mich in der Vogel, schmeißt was nach mir. Ich glaube, es hackt. So, jetzt bin ich hinter dir. Ich könnte aber ganz schön was auf dem Deckel bekommen jetzt. Ah, gut, dass sich meine Gesundheit so ein bisschen regeneriert. Aha, Vogel über mir. So, ich mach eben die Wildsau weg. Ja, ich hätte schon ein paar Stiche gegeben.
wie schnell wenn du schräg ist, ne? von der weg gehst, wenn die anstürmen möchte, kriegt die dich nicht. Aua! Autsch. Hat mich voll getroffen. Dreckiges Mistding. Ich hab sie. Wo liegst du? An diesem kleinen Teich da irgendwo in der Nähe. Ah, da sehe ich deine Überreste. Aua, hat mich voll weggeholt. Ich sag ja, schräg nach hinten ausweichen. Hm. So, wie du mir, so ich dir. Jawohl. Crafting, Heilköder. Ah ja, den Dave zum Heilköder verarbeiten. Ja. Hat euch im letzten Moment noch erwischt, die Sau. Diese Meeressau. Die dich? Ja, beim Sprung aus dem Wasser aufs Floß hat er mir den Arsch gebissen. Eieiei. So, jetzt wollen wir zum Händler. Wir können bei dem eh nichts eintauschen. Wir brauchen noch Müllwürfe, steht da. Aber du kannst gerne mal gucken gehen. Ich überfall den. Seit ich bekomme jetzt wieder so einen Fels auf dem Kopf. Eigentlich ist es ein schönes Örtchen. Oh Gott. Mhm. Ja. Weil ich finde es ein bisschen weird, weil andere Menschen hat man bisher noch nicht gesehen, ne? Nee. Ich weiß auch nicht, wo man die anderen Charaktere herbekommt. Vielleicht schaltet man die auch irgendwo frei, wenn man die findet. Das könnte sein, ja. So, schade, gib es nicht, aber ich habe noch 2 Melonen gefunden. Da, wo du gerade oben hochgehüpft bist, war eine Kiste, die habe ich schon mitgenommen. Ich war so dreist. Ja, alles gut. Ich mache jetzt noch hier Planken und Palmblätter, weil wir die Dinge einfach brauchen. Oh ja. Alles, was ich an Bäumen wegschnibbeln kann, mache ich weg. Leider kann man die großen nicht abbauen, das finde ich irgendwie unfair. Da. Nö, was ist denn jetzt oben? Am Berg von dem Vogel, da sehe ich Palmen, die ich schnetzeln kann. Wahrscheinlich hat aber der Vogel was dagegen, ne? Ach, da hab ich schon mehrere Schätze da oben, du willst da hin. Ja klar, da gehe ich jetzt hin. So. Hä? Ich meine natürlich nicht, hä? Ich meine, ja. Kampf. Hä? Da holte sich gerade ein Felsen. Bro, mach nicht diesen. Ah. In die Höhle. Ich habe mich in die Höhle gerettet. Ah, Pilze gibt's hier. Nice. Noch ein bisschen Schmutz. Mehr nicht. Ach komm. Ein bisschen mehr Schmutz. Was? Mehr nicht? Wow. Bro, mach dich diesen. Offenbar nicht.
Mangobäume. Erstmal unwichtig. Moment, gibt's ja nicht. Ah. Schrott und Schmutz. Ah, guck mal, hier unten geht's zu so ein bisschen Wasser. Was ist das denn? Oh, das sieht cool aus. Ist das Sand? Nee, Ton. Unspektakulär. Muss mir bringen. Hm? Sand und Ton brauchen wir für Trockenziegel. Dann traue ich mich hier mal ran. Sofern Günni nicht kommt. So. Geier schon wieder. Gib es dran. Der Vogel braucht auch einen Namen. Es ist eine unliebsame Kreatur. Gargamel. Gargamel. Das finde ich originell. Die Schlümpfe geklaut. Oh, rote Beeren. Oh, rote Beeren nehme ich mit. So, ich habe hier noch zwei Bäume und dann komme ich wieder runter. Dann habe ich, glaube ich, soweit alles. Ah, aber da hinten bei Gargamel gibt es noch zwei Bäume. Aber leider ist Gargamel sehr aggro. Oh, am Mangobaum gibt es auch Planken und Palmblätter. Ah, das finde ich ja schön. Oh, das ist ja eigentlich geil. Da ist meine Axt kaputt. Ich komme wieder. Ausgezeichnet. So. Bisschen Mango essen auf dem Weg. Miam, miam, miam. In den Schlund. Mango, Mango. Maridididi. Ladies and Gentlemen, this is Mango number 5. Hier Schlund. Was ist das hier unten? Das könnte ich abbauen. Das ist Schrott. Ach so. So. Da sehe ich Sand. Ja. Wir sollten Günther platt machen und dann mal tauchen. Ah, oh Gott, Günther, du warst ja direkt um die Ecke. Du Elendiges. Richtiger kleiner Drecksack. Ah. Lass Jon. Ich hab den Sand, Bruder. Komm zurück. Da ist noch viel mehr. Wenn du schlägst, bevor er mit dem Mund aufmacht, oder was dann? Wenn er offen hat und auf dich zukommt, dann kannst du reinstechen. Mein Speer ist kaputt. Ich hab noch. Aha! Autsch. Ich hab dich doch getroffen! Shit. Tut mir ein bisschen zu sehr weh gerade. Bring dich am besten in Sicherheit. Soll ich den Schwer übernehmen und weitermachen? Kannst du ruhig machen, wenn du möchtest. Da kann ich kannst du Feuerholz nachlegen. Ha? Feuerholz nachlegen, wir haben kein Wasser mehr. Yep.
Oh, guck mal, das ist ein richtiges Steak. Das hast du weggemacht von dem, vom Pumba da. Genau. So, das wär's. Günther ist tot, wir können tauchen. Geil. So. Unten liegt noch Schrott. Soll ich eigentlich auf Schrott gehen oder auf was Bestimmtes? Alles mitnehmen. Gut. Oh, da ist Sand. Da ist viel Sand. So, wenn wir da oben sind, bevor wir den Anker lichten, würde ich sagen, wir speichern, weil wir jetzt so ein bisschen ans Ende kommen. Genau. Hätte ich auch gesagt. Schön. Schöne Flora, schöne Fauna, schöne alles. Fische. Hier blub blub. Oh, ich habe eine Kiste unter Wasser gefunden. Oh, nett. Einen richtigen Schatz. Zwei Planken, Metallschrott. Oh, das ist gut. Planken. Was soll das denn? Aua, ich werde vergiftet. Was ist das denn? Oh, ich krieg noch einen Kugelfisch. Ah, ich sterbe. Oh Gott, ich bin kurz vorm Sterben. Ich habe den nicht gesehen. What? Aua. Das war aber jetzt sehr random, ey. Ich bin kurz vorm Verdursten, muss zurück. Wasser müssen wir da haben. Ansonsten habe ich hier noch Kokosnuss. Hier. Gar nicht, okay. Sand und Ton finde ich irgendwie gar nicht. Also ich habe jetzt 8 Ton. Oh, einen Trockenziegel haben wir. Sehr schön. Ich konnte vorhin 2 machen, aber wir brauchen 6 für die Schmelze. 6, oh, das ist gar nicht so wenig. Also wir haben 8 Ton und ich habe noch 5 Sand. Kannst mal ein paar Ziegel machen. So. Hast du noch Sand? Einen habe ich gerade bekommen. Ja, das reicht noch. Das kann ich noch machen. Wenn ich den bekäme. So, der Vollständigkeit halber. Palmsamen, nee, das tue ich mal weg. Das auch. So, Sand kannst du mir gerne geben. 4 Ton habe ich noch. Liegt in der Kiste, zweite Reihe, zweites Feld. Danke sehr. So. Drei nasse Ziegel. Ja, sei gnadenlos, ne? So, Stein habe ich. Wir haben 40 Palmwedel und 40 Planken. Das ist schon mal ganz gut. Und 43 Schrott.
Ja, damit kriegen wir eine ganze Menge hin. Dann machen wir Schluss. Eine Hälfte mal Seile und dann haben wir alles. Ja, wir können jetzt noch einen Wimpel machen, aber das können wir, glaube ich, das nächste Mal auch machen. Du brauchst nicht erst Seile herstellen, wenn du auf den Wimpel zum Beispiel gehst und dann auf das Seil dort. Kannst du dort nochmal auf Plus drücken zum Beispiel. Okay, das ist cool, das wusste ich nicht. Ja, also Unterrezepte kannst du im Hauptrezept direkt herstellen. Das ist ja super praktisch. Ja. So, ja, dann glaube ich, wären wir soweit durch. Nächstes Thema wäre jetzt die Sammelnetze machen, damit wir, wenn wir nochmal über den Ozean gehen, ordentlich was mitsammeln können. Wir müssen das Schiff halt hart vergrößern. Wir brauchen sehr viel Kunststoff. Und die besseren Grills und sonst was Sachen machen. Genau, genau. Ansonsten den jetzigen Grill könnten wir nicht machen, dafür sind die Metallbarren, deswegen brauchen wir die Schmiede, ne? So war es doch. Und dafür brauchen wir mehrere Ziegel. Viele. Also in Zahlen viele. Sechse. Genau. Die kleine Anbaufläche hätte ich jetzt auch noch, aber die mittlere ist ja viel besser, oder? Oder kann ich in der kleinen Anbaufläche Sachen machen, die in der mittleren nicht gehen? Nö. Ist alles das gleiche, das eine hat nur mehr Inhalt. Ach so. Na gut. Apropos Inhalt, wir sorgen dafür, dass der Inhalt in diesem Stream jetzt erstmal rapide abnimmt und wir machen Feierabend. Ich bedanke mich vielmals fürs Mitmachen, Kai. Immer wieder gerne. Danke, danke. Dankeschön auch an die Leute, die mit dabei waren. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Mal ganz kurz, wie viele wir gerade sind. Aber ich denke mal... Wir sind alle. Wir sind alle. Bravo, dankeschön. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Gleichfalls. So, wir sind ein paar. Wir gehen zur Conny, die hat noch Geburtstag heute. Sagt ihr noch einen lieben Gruß, liebe Glückwünsche. Ganz viele Glückwünsche an liebe Conny, die hat Geburtstag, die wird 18. Und wir sehen doch uns. Schon so alt? Ja, doch schon. Lasst ihr liebe Grüße da, benehmt euch und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Kai, ciao. Tschö. Tschüss. Tschö. Bis dann. Tschö. Ciao. Tschüss. Tschö.